Ja, ich muss die ja. Ihr seid theoretisch online, aber noch nicht so ganz. Lassen wir begonnen. Wie kann man was sagen? Hallo. 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 Wir sind immer so einfallsreich bei dem Punkt, wir können mal was sagen. Ja, wir, hallo, hallo. Wir senden. Hallo, lieber Livestream. Wir spielen heute Cthulhu Wars, das uns freundlicherweise Olaf in Vertretung von Ulysses von seiner Arbeit mitgebracht hat, damit wir das hier spielen können. Wir haben das schon mal versucht im Livestream. Und da hat uns das Internet einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir machen es jetzt nochmal von hier in der Hoffnung, dass das Internet sich heute gut benimmt. Außerdem haben wir hier die bessere Leitung als da, wo wir es zuletzt versucht haben. Wir spielen Cthulhu Wars in dieser englischen Version, die Ulysses unter anderem hat, weil Ulysses ein Crowdfunding machen will, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und Cthulhu Wars auf Deutsch raus. Genau, sollte jetzt in wenigen Wochen starten. In Kürze legen wir uns darauf fest. Ja. In Kürze startet dieses Crowdfunding. Um dieses Spiel nach Deutschland zu bringen, zu diesem Spiel, es ist ein Taktikspiel oder ein Strategiespiel für große Alte oder Leute, die große Alte spielen. Es ist von Sandy Peterson. Den Namen hat man vermutlich gehört, wenn man sich schon mal mit dem Cthulhu-Mythos beschäftigt hat. Denn Sandy Peterson hat Call of Cthulhu geschrieben, das Rollenspiel zu dem Thema. Und hat aber Cthulhu und Lovecraft-Kreaturen in eigentlich fast alles versucht reinzuschmuggeln, was er jemals gemacht hat. Er hat unter anderem einen guten Anteil der Level von Doom gemacht und da ganz viel bizarres Viehzeug mit reingepackt in dieses Spiel, weil er konnte und weil er es cool fand. Also, Sandy Peterson ist schuld daran, dass Cthulhu aus unserer Popkultur nicht mehr wegzudenken ist, die so weit geht, dass eine unserer Gastspielerinnen, Lisa, nämlich links von mir, heute auch ihren eigenen Cthulhu mitgebracht hat, damit sie auf Wunsch auch ihre Miniatur durch eine andere ersetzen kann. Er ist abhandengekommen. Ja, es gibt Cthulhu nämlich in allen Formen, auch als kleine Hecke. Damit ist schon vorgestellt, Lisa, die wird heute ihn, ihr seine Majestät, den schlafenden Herrscher in Relie persönlich spielen, der im Südpazifik erwachen wird, um die Erde sich untertan zu machen. Ja. Neben ihr ist das gelbe Zeichen vertreten von Anselm, der Hastur aufs Spielfeld bringen will. Jetzt darf er schon spielen. Ja. Boah. Und ganz außen am Rand sitzt Olaf, der, wie gesagt, der Spieler von Ulysses mitgebracht hat und Ulysses Mitarbeiter ist. Und er spielt das kriechende Chaos unter ihrem Anführer Niala Totep, der irgendwie immer aussieht, als wären mehrere Regenwürmer ganz dramatisch miteinander verschmolzen. Ja. Außerdem macht er tolle Jazzhands. Und ich spiele Shub-Niggurath, die schwarze Ziege, die sehr viele Monster sehr schnell, wenn sie will, später im Spiel auf das Feld bringt. Aber sie ist ja auch die Fruchtbarkeitsgöttin unter den widerlichen großen Alten. Jeder von unseren Herren, Damen und geschlechtlich überhaupt nicht zuordnenbaren Wesenheiten hat unterschiedliche Taktiken und auch ein paar unterschiedliche Ziele. Das Gesamtziel ist natürlich, die Welt zu vernichten. Also wir fangen hier an, wo die meisten Cthulhu-Spiele aufhören. Ja. Ja. Ja, alles ist schiefgegangen, die großen Alten erwachen. Jeder von uns hat einen Haufen Kultisten auf dem Spielfeld, die gleich damit anfangen werden, böse Rituale durchzuführen, Monster zu rufen und versuchen, ihren großen Alten auf die Erde zu holen. Und wir versuchen möglichst viel Doom. Sandy Peterson und Doom. Doom zu erzeugen. Das wird hier festgehalten an der Seite. Verderben zu erzeugen. Und wenn wir davon eine bestimmte Menge erreicht haben, zumindest wenn ein Spieler hier eine bestimmte Menge erreicht hat und dann seinen Mann setzen durfte auf die 30 oder weiter, dann ist das Spiel vorbei. Die einzige andere Möglichkeit ist, man kann nämlich auch noch mehr Doom erzeugen. Also Doom bekommen wir in einer bestimmten Phase dadurch, dass wir Tore haben und schlimme Dinge getan haben. Man kann auch noch bösartige Rituale abhalten und wenn wir davon eine bestimmte Anzahl gemacht haben, dann ist das Spiel auch auf einmal vorbei, weil dann ist einfach die Wirklichkeit zu strapaziert von unseren ganzen fiesen Beschwörungen und macht Klirr und auch dann wird ausgezählt. Gewinnen tut man, wenn man am Ende die meisten Doom-Punkte hat. Entschuldigung, Doom muss man so aussprechen, ich bin dran gewöhnt irgendwie. Und alle seine 6 Zauberbücher hat. Jeder davon von uns hat 6. Jeder von uns hat auf seiner Karte, auf der die Monster, die man spielen kann und dergleichen vermerkt sind, seine Faction-Card, 6 Slots für diese Zauberbücher. Die können wir nach Belieben füllen, aber wir müssen für jeden dieser Slot Bedingungen erfüllen. Ich zum Beispiel, ich stelle kurz mal meine Fraktion vor. Hallo, ich bin die Schwarze Ziege. Ich habe Zauberbücher, mit denen ich zum Beispiel meine Einheiten viel billiger bekomme oder mit denen ich schwachen Einheiten, die normalerweise nicht kämpfen können, Kampffähigkeiten gebe. Und dafür muss ich mich ausbreiten. Ich kriege zum Beispiel ein Zauberbuch, sobald ich 4 Geländestücke besetzt habe, bei 6, bei 8. Das ist ziemlich schwierig.
Ich kann Kultisten dafür opfern, ich muss mit allen Gegnern einmal auf demselben Feld stehen und ich muss Ship Nicorath rufen und dann habe ich meine 6 Zauberbücher zusammen. Cthulhu, glaube ich, ist da schneller. Was musst du denn zum Beispiel machen? Ja, ich kriege erstmal in der ersten Doom-Phase automatisch einen Spellbook schon. Das ist, glaube ich, recht einfach. Und dein letztes kriegst du auch automatisch, sobald du die anderen 5 hast. Ja, ich muss Cthulhu erwecken. 3 Ozean-Areale quasi kontrollieren oder insgesamt müssen nur 4 Tore existieren an Ozean. Mhm. Du kannst auch die von anderen mitbekommen. Genau, dafür. Die wären damit auch meine sozusagen, also in diesem Sinne. Und du musst Gegner fressen. Genau. Ja, ich muss den King Yellow erwecken, das ist jeder Kleine. Dann muss ich möglichst, also 3 Bereiche, spezielle Bereiche der Landkarte verderben. Ich kann mich so Verderbnismarker auslegen. Und außerdem muss ich jemandem anderen 3 Punkte geben. Als eine Aktion und halt auch Hastor erwecken. Also ich muss beide erwecken und ein bisschen die Erde. Er hat als einziger 2 Figuren für große Alte, denn Hastor kommt gleich in 2 verschiedenen Inkarnationen aufs Feld, was ihm gewisse Vorteile gibt. Jede von diesen einen Gruppen hat andere Vorteile. Ich scheiße irgendwann regelrecht die Einheiten aufs Feld und die sind auch mächtiger. Deine Einheiten werden immer zäher und können sich upgraden, je weiter wir im Spiel sind. Und Cthulhu kommt billig wieder. Sobald man den Tod gehauen hat, taucht er wieder auf. Hastur kriegt 2 große Alte und am Ende hinten Nihana Tote kann... ich kann fliegen. Genau, ich kann... Meine Einheiten sind die einzigen, die sich 2 Felder pro Runde bewegen können. Oder pro Aktion. Und ich kann später dann Monster opfern, um andere Monster zerstören. Er ist ziemlich fies und nervt die anderen Spieler meistens. Ja, und wenn man denkt, der hat nur, da nur eine Einheit, kann es passieren, dass du die opferst und auf einmal kommt der Rest der Armee hinterher. Genau. Ja, das ist anstrengend. Und um meine Bücher zu kriegen, kann ich entweder die Aktionspunkte ausgeben oder ich muss eine bestimmte Anzahl gesammelt haben oder eine bestimmte Anzahl von Toren kontrollieren oder halt Nihalotep. Nihalatotep. Das kriege ich mir Chaos. Das riechende Chaosbeschwören. Ja. Gut. Alle unsere großen Alten haben auch unterschiedliche Fähigkeiten. Nihala Tote zum Beispiel hat die furchtbare Fähigkeit, dass seine Macht im Kampf immer der Anzahl aller Zauberbücher entspricht, die er und sein Gegner besitzen. Ja. Das heißt, er wird mächtiger, je mehr Magie im Spiel ist. Ich würde sagen, wir fangen trotzdem einfach mal an und wir werden, das ist natürlich ein Let's Play, das heißt, es geht uns weniger ums Gewinnen, hoffe ich, sondern mehr darum, ein bisschen auch zu zeigen, wie das Spiel funktioniert. Das heißt, wir werden versuchen, auch durchaus ein wenig unsere Taktik offenzulegen, um zu zeigen, wie das funktioniert. Und in der ersten Runde, was brauchst du? Du hast noch deinen einen Kultisten da am Rand stehen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Oh, ich habe einen Kultisten zu wenig. Wo ist denn? Der steht hinter der... Hinter einem meiner schwarzen Kinder der schwarzen Ziege hat sich ein Kultist versteckt. Ja, der wollte nicht. Dankeschön. Wir starten alle mit unserer vollen Besatzung von Kultisten, 6 Stück und jeweils einem Tor. Es ist festgelegt, in welcher Region man aufläuft. Zum Beispiel hier, der Südpazifik gehört Cthulhu und die schwarze Ziege startet in Afrika. Und Hastur startet in Dreieich. Die einzige Nicht-Mythos-Stadt, die auf der Karte verzeichnet ist, ist Dreieich. Und das hat damit zu tun, dass Sandy Peterson dort Freunde hat, soweit ich das verstanden habe. So. Und in späteren Runden wird immer nach einem bestimmten Mechanismus bestimmt, wer der Startspieler ist. Aber in der ersten Runde ist das natürlich Cthulhu, weil das Spiel nach ihm benannt ist und er der bekannteste große Alte ist. Und er der Einzige ist, der auch als Häkelfigur anwesend ist. Und damit darfst du, Lisa, als Vertreter von Cthulhu auch entscheiden, ob wir im oder gegen den Uhrzeigersinn spielen. Ich glaube, im Uhrzeigersinn. Wir spielen im Uhrzeigersinn. Gut. Damit ich als Letzte dran bin. Danke. Und als erstes bekommen wir Punkte, die wir gleich ausgeben dürfen für Sachen. Und dafür zählen wir durch, wie viele Kultisten wir haben. Wir haben alle 6, weil es eine erste Runde ist. Dafür kriegen wir 6 Punkte. Dann, wie viele Tore wir haben, die von unseren Kultisten besetzt sind. Jeder hat 1, dafür kriegen wir 2 Punkte. Kriegt also jeder 8 Punkte. Wow. Der Olaf wusste schon vorher irgendwie. Ich muss mir erstmal überlegen, was ich hier eigentlich vorhabe. Ja. Und dann überspringen wir 2 Phasen, die erst in den nächsten Runden wichtig werden. Denn erstmal müssen wir was leisten, bevor aufgezählt wird, wie sehr wir die Welt verdorben haben. Dementsprechend bist du jetzt mit Aktionen dran. Okay. Ich glaube, ich starte damit, dass ich meine Einheiten bewege. Mhm. Das kostet 1. Wenn du eine Einheit bewegst, ja. Wenn ich eine. Du kannst beliebig viele Einheiten in beliebige Richtungen bewegen. Jede davon nur einen Schritt weit. Ja. Aber du musst für jede einen Punkt bezahlen. Okay. Wer geht wohin? Ich glaube, ich gebe dann 2 aus und gehe mit mit beiden Einheiten nach Südamerika. Entschuldigung, haben Sie Zeit, über den großen Cthulhu zu reden?
Und jetzt machen wir es so, du hast zwar noch Punkte, könntest noch was machen, aber wir gehen trotzdem jetzt im Uhrzeigersinn durch und erst wenn jemand keine Punkte mehr hat, wird er in dieser Phase übersprungen. Anselm, was macht das gelbe Zeichen? Ich bewege auch zwei Kultisten und bewege sie beide nach Skandinavien. Ich gebe 4 Punkte aus und kriege mein erstes Zauberbuch. Okay, das war schnell. Jo. Und ich nehme, dass ich jetzt meine Nightgowns benutzen kann und sie aus dem Spiel entfernen und ein gegnerisches Monster damit auch aus dem Spiel entfernen kann. Ah, toll. Okay. Dunkeldürre wird es dann auf Deutsch heißen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin dran. Die schwarze Ziege möchte gerne ihre Kultisten durch die Gegend schicken. Und zwar schickt sie einen in den Südatlantik, einen nach Ostafrika und einen nach Arabien. Kostet mich 3 Punkte und ich kriege mein erstes Zauberbuch, denn ich habe jetzt Einheiten in 4 verschiedenen Gebieten. Hm. Wenn ich mir kurz überlege, aber ich glaube, ich nehme, wie heißt es? Kann Cthulhu schon mal weitermachen. Frenzy. Jetzt haben alle meine Kultisten einen Kampfwert, den haben sie normalerweise nicht. Okay. Dann bin ich wieder dran. Mhm. Und ich möchte ganz gerne 3 Power ausgeben, um ein Tor zu öffnen. Kann ich. Ja. Jetzt schon. Klar. Und dann kannst du sozusagen kostenlos direkt einen von deinen anwesenden Kultisten draufstecken, denn sonst bringt es dir nichts. Deswegen gehe ich davon aus, dass du das machst. Das war mein Plan. So. In Südamerika wurde ein Tor geöffnet. In Skandinavien wird der King in Yellow beschworen für 4 Punkte. Was? So billig ist der? Der kostet 4. Ich muss ihn irgendwo, wo kein Gate ist, beschwören. Oh. Bäh. Dum-dum-dum. Gut, ich gebe 1 Punkt aus und fliege meine 2 Felder in die Antarktis. Genau, deine Einheiten. Auch aus irgendeinem Grund auch die Kultisten können fliegen. Können Kultisten sich auch gegenseitig bekämpfen? Normalerweise nicht. Meine können jetzt eure bekämpfen. Das ist ja eklig. Das heißt, du kommst einfach zu uns rübergestapft und... Und hau euch auf die Fresse, und, wir machen nichts dagegen. Exakt. Wobei, ich habe meinen großen, kleinen großen Alten. Deinen kleinen großen Alten hast du. Ja. Auch noch eine Frage. Die Monster kann ich nur da beschwören, wo ich Tore habe? Oder was ist da die Voraussetzung? Die Monster kannst du nur beschwören, wo du Tore hast. Deine Kultisten kannst du überall beschwören, wo du eine andere Einheit hast. Okay. Ich bin wieder dran. Ich bewege nochmal Leute. Und zwar gehe ich mit dem Kollegen nach Süd... Dem Kollegen gehe ich nach Südamerika. Der geht nach Dreieich. Der geht nach Arabien. Und der geht in den Südatlantik. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich noch genau einen Punkt übrig. Dann könnte ich ja eigentlich... Aber das heißt, du kannst gleich nur einen Kampf starten. Richtig? Ja, maximal könnte ich jetzt einen Kampf starten. Und du würdest sozusagen hier automatisch gewinnen? Oder... Nein, zu den Kämpfen kommen wir gleich. Die werden dann ausgewürfelt. Es kann aber auch sein, dass ich mit meinem einen Typen dann überhaupt nichts reiße. Der steht dann da und versucht, dir aufs Maul zu hauen, aber es passiert. Cthulhu. Darf ich ein Sterngezücht beschwören? Natürlich darfst du ein Sterngezücht beschwören, wenn du die Punkte dafür hast. Ja. Und damit ist das mächtigste Monster der Einheit von Cthulhu, abgesehen von Cthulhu selber, auf dem Spielfeld. Und ich fühle mich unwohl da, wo ich bin. Aber du hast ja noch einen Punkt, du kannst weglaufen. Ja, vielleicht. Ja, ich mache eine Desecrate Action. Also ich versuche sozusagen hier den Boden zu entweihen. Also das erste Glückselement in diesem Spiel, ich würfle mich einen Würfel und wenn ich 3 oder weniger würfle... Also du musst die Anzahl deiner Einheiten in dem Gelände unterwürfeln. 3, ja. Und if you succeed or fail, place a monster or cultist with a cost of 2 or less in this area. Also ich gucke mal, was 2 kostet. Das ist hier dieser Biaki. Stell ihn da rein. Du kriegst automatisch ein Monster, wenn du... Automatisch ein Monster, egal ob ich es schaffe oder nicht. Wenn du irgendwo... Also ich beschwöre ein Monster und ja. Ich stell mir halt vor, dass der das so markiert. Du kriegst schon einen Dämonen. Und, genau, und ich habe jetzt... kriege ein Zauberbuch, denn ich habe eine Area mit so einem Zeichen. Ja. Und ich kann jetzt als Aktion den King in Yellow bewegen und alle Undead mitnehmen, die da sind. Aber sind keine Undead. Noch hast du keine Untoten. Du kriegst noch eins, weil du den King in Yellow schon beschworen hast. Oh ja, korrekt. Tut mir leid, habe ich übersehen. Schon zwei Zauberbücher. Neala Totep, auch bekannt als Olaf. Jetzt ist es der Schaut. Olaf. Ich werde ein Portal in der Antarktis öffnen. Das war dann auch mein letzter Punkt. Ja, mein letzter Punkt bin dran. Auch. Ich gebe meinen letzten Punkt aus, um auch in die Antarktis nochmal zu gehen. Und damit habe ich die Bedingung erfüllt,
mit jedem meiner Mitspieler eine Einheit auf demselben Feld zu haben. Ich bin hier in Europa, ich bin in der Antarktis und ich bin in Südamerika und jetzt kriege ich ein weiteres Zauberbuch. Und es gibt wahrscheinlich so ein paar Ziele, die man am besten am Anfang erfüllen kann, wenn man nicht sofort... Ja, wenn man noch nicht sofort umgebracht wird, das stimmt. Damit ist diese Phase vorbei. Ich habe jetzt die 1000 Jungen gewählt, damit werden, sobald Schub-Niggurath im Spiel ist, alle meine Einheiten billiger. Damit ist dann auch die Runde durch und wir beginnen mit der nächsten Runde. Und wir bauen uns wieder Energie auf. Wir haben, glaube ich, alle immer noch unsere Kultisten. Ja. Hat jemand angeopfert? Dann kriegen wir alle 6 Punkte. Diese Nee, wir fangen wieder von vorne an. Die haben hier gerade die Doomface, da kommen wir gleich zu. Die haben wir in der ersten Runde übersprungen. Ach so, ich verstehe. Was da auf der steht. Es geht first turn. Kein Ding. Es ist gut, wenn jemand Nachfragen stellt. Dann erklärt man es nämlich auch den Leuten, die da wahrscheinlich auch die Fragen haben. Ansonsten hat Nico hinter der Kamera vielleicht einen Blick auf den Chat. Yeah. Wenn er nicht gerade von unserem Studiopublikum abgelenkt wird. Unser Studiopublikum heißt Suli und ist ein Hund. Der gerade schläft. So, er döst ein bisschen. Sie ist überhaupt nicht beunruhigt durch die ganze Zeit. Das heißt, wir zählen jetzt, wie viel Power wir kriegen. Ich glaube, ich kriege einfach nur 8 plus 1 für meinen Disintegration. Ah, du kriegst für Disintegration jeweils 1 dazu. Und die Leute, die schon 2 Tore haben, nämlich Cthulhu und Nihala Turtip, kriegen auch mehr. 10 also. Ich kriege wieder 8. Ja, ist Cthulhu wieder Startspieler, oder? Jetzt ist derjenige mit der höchsten Punktzahl Startspieler. Ich glaube aber Nihala Turtip und Cthulhu sind gleich auf. Ja. Das heißt, jetzt würfelt ihr. Wir können würfeln oder wir können auch zufällig ziehen. Marker ziehen. Was, auf jeden Fall einfach schnell. Cthulhu. Cthulhu. Spielen wir im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Das kann jede Runde 9 entschieden werden. Ich glaube wieder im Uhrzeigersinn. Danke. Ja, großer Cthulhu. Wir müssen jetzt aber noch, das war jetzt die Determine First Player Phase, jetzt müssen wir die Doom-Phase durchgehen. Jeder von euch guckt, wie viele Tore. Kriege ich ein Spellbook? Du kriegst automatisch ein Spellbook, weil es die erste Doom-Phase des Spiels ist. Dem, regenerieren. Ich kann jetzt, genau verstehe ich es noch nicht. Dein Sterngezücht wird dadurch hartnäckiger und kann andere deine Einheiten schützen. Wir werden das, wenn wir nachher kämpfen, tatsächlich feststellen, wie das funktioniert. Doom-Phase. Wie viele Tore kontrolliert ihr? Ich habe 1. Dafür kriege ich genau einen Punkt. Ich glaube, Cthulhu und Nihala Turtip kriegen jeweils 2 und hast du es auch nur noch bei einem. Richtig? Genau. Jetzt können wir überlegen, ob wir Rituale der Vernichtung durchführen wollen. Dafür kriegen wir weiter die gleiche Menge an Doom nochmal. Plus ein älteres Zeichen. Wir haben hier einen Sack voll älterer Zeichen. Also eigentlich sind es die Trophäen dafür, dass man ältere Zeichen vernichtet hat, die einen aufhalten sollten. Und da sind Zahlen von 1 bis 3 auf und das sind eure geheimen Ressourcen an Doom-Punkten, die ihr jederzeit ausspielen könnt, um das Spiel zu beenden oder nochmal einen Vorsprung zu bekommen. Und dafür sind diese Rituale da. Also möchte jemand von euch ein Ritual der Vernichtung durchführen? Nein, noch nicht. Ich auch. Spare ich mir auch noch. Die kosten nämlich Punkte. Gut, damit haben wir die Doom-Phase durch und wir haben zumindest schon mal eine kleine Aufsplittung des Feldes. Los geht's. Ich möchte ganz gerne zwei Action ausgeben und mit den beiden Freunden kann ich in den Pazifischen. Du kannst in den Nordpazifik vom Südpazifik, ja, die grenzen aneinander. Hi. Hast du? Hast du mit Untote beschwören? Ich kann mehrere auf einmal beschwören, richtig? Wenn ich die Kosten bezahlen kann. Du kannst nur ein Monster beschwören, sondern du hast eine Sonderregel. Tja, dann beschwöre ich diesen einen Undead bei mir zu Hause. Hahaha! Und jetzt sieht es aus, als würde mein Kultist sich schnell zurückziehen. Der sieht ein bisschen aus wie ein Kultist auch. Ja, es ist halt ein untoter Kultist, der in Binden gewickelt ist. Wahrscheinlich ist das so ein Upgrade, das man irgendwann kriegt, wenn man in den Rängen aufsteigt als Hastu-Kultist. Niali! Niali schickt einen Kultisten mal in den Indischen Ozean. Ja, dann denkt der Indische Ozean geht auch hier rüber. Die Erde, an diesen Enden ist die Erde miteinander verbunden. Die Ziege zieht sich zurück. Das kostet mich 2 Punkte. Und ein Augenrollen und Stöhnen von Nico. Cthulhu. Dann gebe ich mal noch 2 Punkte aus. Und das Sterngezücht bewegen ist auch einer. Ja. Hey!
Ich nehme die Waffe und komm auf. Ich finde das nicht gut. Mehr ist mehr. Ich beschwöre einen Untoten. Ich beschwöre einen Dunkeldüler in der Antarktis. Hey, das ist ja super. Ich bewege den Kultisten dahin und diesen Kultisten dahin. Hast du mich wieder zwei. Ich bin gerade nur mit verschiedenen von Kultisten beschäftigt. Was soll denn das? Ich glaube, die Produktion von Sterngezücht frisst meinen Kultisten. Ja, das ist quasi Capture, ne? Ja, kostet dich einen Punkt und wenn wir damit das erstmal... Das können nur Monster und ich hätte es verhindern können, wenn ich ein Monster im selben Feld habe, aber ich habe noch keine Monster, weil ich erstmal versucht habe, dieses eine Ziel zu erreichen, indem ich durch die Gegend renne. Mhm. Hastur. Achso, dieses hier ist Post-Battle. Hat das jetzt irgendwas? Nein, das war keine Schlacht, das war eine andere Aktion. Hastur Move mit seinem Spellbook, The King of Yellow. Ja. Möchte er die Untoten sind alle schon da, wo er hingeht. Alle Untoten sind schon da. Dann mache ich die gleiche Aktion nochmal und beschwöre nochmal einen hier. Die sind billig. Warum sind die so billig? Weil die auch nichts können. Okay. Ich gebe 3 Punkte aus. Was du mir hier ein Tor hin? Ich möchte ganz gerne ein Tor beschwören. 2, 3. Und zwar im Nordpazifik. Du willst das Ziel erreichen mit den Toren im Meer. Nein. Verstehe. Was? Gut. Ich beschwöre noch einen Untoten. Das wird mir ein bisschen viel da. Wir sind nur in Masse gut. Wir sind nur in Mathe gut. Masse. Was ist das für ein komisches Vorteil? Sie können sich multiplizieren. Gut? Das habe ich immer gedacht. Ich habe noch ein Portal im Indischen Ozean geöffnet. Schön für dich. Ich gebe meinen letzten Punkt aus, um jemanden aus Afrika nach Hause zu holen. Ich habe noch 2 Punkte. Mhm. Damit kann ich gar nicht so viel machen. Ja, du könntest. Kannst immer neue Monster beschwören, falls du zu wenig hast. So ja, Schokoten Monster beschwören. Oder so ein paar kleine Frösche. Ein Schokot. Ich habe noch keinen. Hier ist doch schön. Bäh. Ja. Ich. Ich move the king in yellow und nehme die Untoten alle mit. Hey! Hallo. Wie viele Punkte hast du noch? Nee, das kostet 1. Untote beschwören kostet 1. Das ist nicht schön. Und du darfst dann musst trotzdem einen ausgeben. Ja, hab ich das noch nicht? Sorry, zack. Guck mal ein bisschen mit auf Anselms Karte. Ich glaube, der Hunger. Ich habe bei 9 angefangen. Ja, ich das ist ja bekannt. 1, 2, 3 Untote und den zweimal bewegt. Also müsste stimmen, ja. So. Und alle guten Dinge sind 3. Das hat bestimmt irgendein Ziel. Ich kann nichts mehr, ich werde übersprungen. Ihr ich beide seid ihr. Ich kann beide nichts mehr. So ist es. Okay, macht schnell, sonst nervt okay, mich. Okay, ja, ich hab hier Untot, ich kann einen bezahlen und da ich hier Untote habe und einen anderen Kultisten, wird der gefressen und ich krieg dafür einen Untoten. Der wird gefressen? Also das ist nicht Capture, sondern... Transform. Also der wird nicht gecaptured. Ich werde ihn nicht capturen, sondern der wird... Okay, das heißt, der kommt zurück in meine Sammlung. So, und das hat mich einen gekostet. Immer wenn ich einen Kultisten verliere, wächst irgendwann noch. Ich fliege mal dahin. Mist. Okay, wir sind noch dran, ne? Ja. Ich werde 2 bezahlen für meine Desecrate-Action und versuchen den Boden hier. Ja, es hat funktioniert. War auch relativ leicht. Was musst du werfen? Weniger als Figuren, die ich da habe. Und dann kriege ich noch... Weiteres Monster, das maximal 2 kostet. Weitere Monster, das maximal 2 kostet. Ist das ein anderes Zeichen, als du bisher hattest? Dann kriegst du nämlich wieder ein Zeichen. Nee, das ist, glaube ich, genau das gleiche Zeichen. Ja, ich glaube, dieses ist schon so aufgebaut, dass die nah bei mir sind. Okay, gut. Gut. Ich friss noch einen Kultisten von dir. Ja, schön. Damit sind wir durch. Ich hab noch einen. Oh, ja, dann mach! ich hab hier noch einen Untoten. Du hast ja kein Portal. Oh, entschuldige. Ja, dann nehme ich halt hier einen Untoten. Na ja, dann. Steht der eigentlich im Meer oder ist der noch in Griechenland? Das fängt schon an. Ja, dann Gather Powerface. Ich habe noch ganze 3 Kultisten. Und ein Tor. Aber es gibt ein unbesetztes Tor, dafür kriege ich noch einen weiteren Punkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist nicht gut. Ich kriege 12, wenn ich es richtig sehe. Ich habe 11 Kultisten. Ich habe 3 Tore und 6 Kultisten. 3 Toren und ein unbesetztes. Wow.
Ich habe ein unbesetztes, 6 Kultisten macht 7, ein besetztes macht 9 und 2 Desecration macht. Genau, das unbesetzte Tor gibt uns allen jeweils einen Punkt. Wie viel hast du denn da hinten los? 13, 12? 11. 11. 6. Aber 13 geteilt und aufgerechnet sind 7, das heißt, ich kriege einen Punkt mehr. Denn man kriegt immer mindestens die Hälfte vom führenden Spieler. Ja. Dubenphase, wie viele Tore habt ihr? Niali? 3. Ich auch. Gefühlung? 1. Ich auch. Ach doch, tatsächlich. Ich möchte keine Rituale veranstalten. Ja, möchte jemand noch ein Ritual der Vernichtung veranstalten? Entschuldige, ich krieg noch eins mehr und dafür kriegst du einen Kultist wieder. Ja. Du kriegst auch einen mehr und kriegst einen Kultist. Könnte er jetzt auch entscheiden, den zu behalten, damit du weniger Kultist hast? Der wird automatisch auch mitgezählt und ich krieg den wieder. So. Ja. Ich merke jetzt, dass ich habe meine andere Taktik mit der Ziege ausprobiert und sie ist voll nach hinten losgegangen. Ich muss mal gerade noch eine Frage stellen. So einen Kultisten von einem Tor wegzubewegen, kostet das ein oder zwei Bewegungsaktionen? Das kostet eine. Das vom Tor runtergehen ist kostenlos. Achso, okay. Und auf ein Tor draufgehen? Auch. Okay. Nur von Gelände zu Gelände gehen ist, kostet dich, aber im Gelände auf ein Tor drauf zu hüpfen oder runter zu hüpfen ist kostenlos. Du bist Startspieler. So, ich bin jetzt Startspieler und ich behalte auch Uhrzeigersinn bei. Na toll. Du bist jetzt vor mir dran. Ja. Endlich mal. Naja. So, und das erste, was ich mache, ist, einen Kultisten hier rüber zu fliegen. Schön. Und dann kriege ich 2 Zauberbücher, weil ich 12 Power hatte und 5 und jetzt 4 Gates kontrolliere. Auch schön. Das war widerlich. So, ich bin dran. Ich gebe was aus, um reiß mir mal meine Monster, die sind da irgendwie da vorne geparkt, weil vorher noch nicht genug Platz hier auf dieser Seite des Tisches war. Bitteschön. Ich muss hier langsam doch mal ein bisschen was aufs Feld bekommen. Und ich habe nicht genügend Punkte, um Schubnigora zu rufen, was eigentlich meine Taktik war, aber irgendjemand hat alle meine Kultisten gefressen. Ja. Okay, ich bin dran. Mhm. Ich glaube, ich rufe Cthulhu. Du glaubst, du rufst Cthulhu? Ja. Schön. Deine das Bedingungen sind, du brauchst ein Tor, ein besetztes Tor in deiner Heimatregion. Genau. Du musst 10 Punkte bezahlen. Dann taucht er in der Start-Area da auf. Area. Ja. Also im Südpazifik. Ich hab dann auch hier ein Ziel. Ich bewege The King in Yellow. Ich mach hier sowas. Das Roten, die können nicht kämpfen. Ich gehe hier hin. Ich nehme die ganzen Untoten mit. Okay. Mal sehen, was passiert. Du bist dran. Ich bin dran. Mir ist aufgefallen, ich krieg noch eins, weil ich den einen Kultisten geschnabuliert hatte. Das hört ja jetzt auf. Hätte ich was ganz anderes gemacht. Und ich achte nicht drauf, was der kann. Es geht recht fix, habe ich das Gefühl. Ja, das ist aber auch die Taktik von Crawling Chaos. Niali und Cthulhu kriegen relativ schnell neue Punkte. Zauberbücher. Ich will es hier wenigstens ein bisschen schwieriger machen und mache hier noch einen fliegenden Polypen. Ein fliegender Polypen? Ja. Ja, das sieht aus wie etwas, das man aus der Nase rauspolypen irgendwie gepult hat. Ich bewege 2 Einheiten. Aha. Ich will dieses Tor wieder. Ich möchte auch Einheiten bewegen. Mhm. Wenn ich jetzt alle. Mein Plan war, 3 Einheiten bewegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Teil der Welt ist so ein bisschen unterbevölkert und gut vorbereitet. So, ich fühle mich stark genug, hier mal einen Kampf zu starten. Okay. Das kostet einen Punkt. Was passiert jetzt? So, jetzt zählt ihr durch, wie viele Würfel ihr jeweils zur Verfügung habt. Und denkt dran, es gibt Pre-Battle-Fähigkeiten. Cthulhu zum Beispiel könnte jetzt einfach jemanden essen. Ich weiß, dass Niala Totep jetzt den da einen opfern kann und dafür von woanders einen. Nee, ich kann den opfern und kann einen von denen halt auch zerstören. Natürlich kann ich nicht den großen Alten. Wählst du aus, wer zerstört wird, oder wählt er aus? Nee, du wählst aus. Oh, nein. Ein Untoter. Ja, und zudem kann ich noch vom fliegenden Polypen ein Monster, das einfach aus dem Kampf ausgeschlossen wird. Das darf nicht mitspielen. Das ist ja nervig.
Hätte ich was anderes vorher machen sollen. Naja, okay, gut. Hast du irgendwelche Pre-Battle-Fähigkeiten mit dem King in Yellow oder sowas? Nö. Na dann. So, dann zählt ihr jetzt durch, wie viele Punkte ihr bekommt. Ihr habt hinter jeder eurer Einheiten einen Combat, einen Kampfwert. Ja. So viele Würfel dürft ihr euch nehmen. Ich habe 2. Ich habe 5. Ich krieg bei den Untoten einen weniger als totale Anzahl an ihnen. Deswegen. Das heißt, einen pro Untoten? Ein. Obwohl, der nimmt gar nicht teil am Kampf. Genau, dann hast du nur noch 2. Dann habe ich 5. Und 4 für den King in Yellow. Okay. Ja, genau. Bei dem werden die berechnet, ne? Beim König in Gelb? Ne, der hat gar keine. Der hat, hat gar keinen. Oh ja, dann fühle ich mich nicht so stark. Das heißt, du hast einen Würfel. So, ihr würfelt jetzt. Tja, schade. Und wichtige Ergebnisse sind 4, 5 und 6. Ha! Ha! Eine 6 wäre ein Tod. Dafür müsste der Gegner jeweils eine Einheit vom Spielfeld entfernen. Eine 5 ist nur sogenannter Schmerz. Dafür muss man eine Einheit in ein benachbartes Feld, das nicht von einem Feind besetzt ist, rüberziehen. Und das war der ganze Kampf. Tja. Ja. Ist nicht viel passiert, ne? Naja, er hat einfach diesen Leuten verloren, das ist ja irgendwie ganz gut. Ja. Und... Du bist dran. Ich bin dran. Ich hole ihn wieder. Ja, sieh doch nur uns so Opfer. Ich würde gar nicht erst anfangen bei dir, wenn das mein Job wäre. Du hast doch deinen neuen... Ach, ich gebe meinen letzten Punkt aus. Das ist ganz schön hart, da jemanden rauszubomben. Ich gehe meinen letzten Punkt aus, um da einen Kampf anzufangen. Ich sehe jetzt schon, dass du dann deinen Dunkeldürren wahrscheinlich opfern wirst. Daraufhin muss ich meinen Kultisten entfernen. Daraufhin werde ich deinen Kultisten umbringen und keiner von uns hat das Tor. Also vielleicht denkst du dir darüber nach, ob du das machen willst oder nicht. Das klingt nach einem du lustigen möchtest Szenario. Das war so klar. Ich kriege 2 Würfel, einen für meinen Fungus. Ach nee, jetzt kriege ich nur noch einen Würfel, ja, weil ich den entfernen muss. Ich kriege einen Würfel für meinen Fungus und du kriegst keinen. Mhm. Eine 1, nichts passiert. Mist. Ja, Cthulhu kann nichts mehr machen. Warum hast du noch so viele Punkte, verdammt? Das kostet immer nur einen Punkt. Ich bewege jetzt ihn hier hoch und nehme die ganzen Untoten mit. Ja. Bist du dir sicher, dass das nur einen Punkt kostet? Das erscheint mir. Es kostet einen Punkt. Ja. Oh, and after this, immediately take a second different action. Das habe ich ganz übersehen. Das heißt, ich kann jetzt. Ja, der Zombie-Zug halt. Das ist doch nur besser, oder? Ja. Ja, das ist eine Aktion. Okay, dann gebe ich einen aus, um den gefangen zu nehmen. Der kommt auf deinen Finger. Der wird verzombifiziert. Okay. Ja, der Chat hat eine Frage. Wie stabil die Figuren sind, ob die Flügel von Cthulhu zum Beispiel leicht abbrechen. Cthulhu und Konsorten sind aus einem Weichplastik, das im Grunde nicht brechen kann. Also, aber wenn du dir Mühe gibst, schon. Also wenn ich mir richtig Mühe gebe, dann kann ich sie ein bisschen reißen, glaube ich. Aber, aber wir müssen sich darauf anlegen jetzt. Ich weiß, das Spiel gehört nicht mir höher. Also ja, die sind das auch nicht. Aber das die sind sehr stabil. Das macht mir irgendwie Angst, was du machst. Ja. Also die sind... Ich kann okay, die sind sehr stabil. Die bitte glaub es einfach. Die sind nicht zerbrechlich. Ich mag die gerne. Die sind halt aus so einem Weichplastik. Ich mag das tatsächlich weniger, aber das ist nur, weil ich von Games Workshop Miniaturen ein anderes Plastik gewöhnt bin und ich bin darauf trainiert, das Plastik als hochwertig zu erkennen. Deswegen kommt mir das irgendwie halt wie Kinderspielzeug vor. Hm. Aber dafür gehen die nicht so leicht kaputt. Genau, das sind auf jeden Fall gebraucht. Das ist, glaube ich, nicht so gut zu bemalen, falls man den Plan hätte, denen etwas würdevollere Farben zu geben. Ich finde halt hier irgendwie so... Für Cthulhu schon sehr angenehm. Ja, die Farben sind natürlich sinnig verteilt. Ne? Der König in Gelb ist gelb. Und... die schwarze Ziege ist rot, ich weiß auch nicht. Egal. Aber Cthulhu ist grün. Richtig. Aber es ist halt irgendwie so Sandförmchenfarben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Ja. Okay. Muffinform. Wo waren wir gerade? Mhm. Ich habe gerade hier unten gemacht. Wollen wir weiterspielen? Ja. Ich hole meinen Kultisten wieder. Ihr beide seid schon durch, ne? Ja. Ja. Mayri, du kriegst 3 Doom-Punkte. Als eine Aktion von mir. Oh, danke. Und ich kriege 1 Spell. Du bist dran. Endlich. Ich gehe, damit es ein bisschen schneller geht, ich gebe einfach nochmal 6 Power-Aktionspunkte raus und beschwöre mein 5. Zauberbuch. Ja, schön. Ich kann nichts mehr machen. Kannst du bitte vielleicht mal viele Punkte ausgeben, damit wir hier vorankommen? Naja, ich kann 2 Punkte ausgeben, um zu versuchen, hier diese Area. Ja, habe ich geschafft. Superworken. Zack, zack. Dann bist du dran. Dann hier noch ein... Hetzender Schrecken. Genau. Oh. Der ist unmöglich. Ich mache Shriek of the Biakis und bewege alle meine Biakis
from the current areas to one selected area regardless of distance. Hm. Well played, Sir. Well played. Ich bin fertig. Du kannst jetzt schalten und weichen. Ich inszeniere da. Ich kann. Mir gefällt, was du da machst. Du kannst ihn einfach. Ich bewege einen Kultisten, ein Feld. Okay. Ich bewege einen Kultisten, ein Feld. Du nimmst den Kultisten gefangen. Ich. Kann ich den gefangen? Achso, ich muss gar nicht. Okay, gut. Ja, ich nehme den gefangen. Automatisch oder muss ich dafür bezahlen? Er hat kein Monster auf dem Feld, deswegen ist er ungeschützt. Kann ich den ja auch hier drauf bewegen. Ja, und dann hast du immer noch zwei Punkte, oder was? Und dann habe ich immer noch zwei Punkte, aber ich kann ja hier noch The King in Yellow bewegen. Da hinten hin. In den Nordpazifik, ja. Und deine ganzen Untoten kommen mit, ich weiß. Die ganzen Untoten. Und du kriegst noch eine weitere Aktion. Ja, ich krieg noch eine weitere Aktion. Kann ich als Aktion einen von denen. Doch, kann ich als Aktion einen von denen gefangen nehmen oder passiert das einfach automatisch? Aber doch, nein, das musst du als Aktion ansagen. Und kostet das eins? Nicht, wenn du es als Zusatzaktion machst. Doch, das kostet natürlich. Egal, ob du das als Zusatzaktion oder nicht machst, das kostet. Finde ich auch. Ja. Du darfst nur eine weitere in Folge machen. Wo steht denn das hier? Capture Cultist. Capture Cultist, genau. Okay, ja, und da das meine letzte war, werde ich leider keinen Power, also dieses Tor nicht besetzen. Aber ich habe eh keinen Kultisten mit. Ja, so, jetzt sind wir in der nächsten Phase. Ich habe genau zwei Kultisten noch und ein Tor. Weil mir irgendwas stimmt nicht. Ich habe hier einen stehen lassen absichtlich. Achso, ich dachte, ich hatte ja den... Nee. Oh, wir haben den hier nachgereicht. Ich kriege ganze 4 Punkte und werde wahrscheinlich gleich aufstocken auf die Hälfte von euch. Ich habe jetzt nur noch 5 Kultisten. Ja, aber ich drei Tore. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3 Tore. Kannst du kurz erklären? Ja, okay. Ja. Also warum du 4 Punkte kriegst, kannst du kurz erklären. Man kriegt für jeden Kultist, den man auf dem Spielbrett hat, das sind nur noch 2 bei mir, weil sie alle gegessen wurden. Und pro besetztem Tor, das ist nur noch 1 bei mir, weil meine Kultisten alle gegessen wurden. Es gibt keine Sonderregel, die dir mehr Punkte verschafft. Nein, ich habe dafür keine. Cthulhu kann zum Beispiel, wenn er ein bestimmtes Zauberbuch hat, für jedes Tor, das im Meer ist, Punkte bekommen, egal ob es von ihm ist oder nicht. Ich bin da raus. Aber du kriegst jetzt die Hälfte vom... Erstmal schauen wir, was habt ihr denn? Ich habe alle meine 6 Kultisten. 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und du hast 2 Tore. Dann habe ich zwei Tore, sind nochmal 4 und ich habe 2 Areas mit Einheiten und die verderbt sind. Da kriege ich jeweils noch einen. Und du hast 2 Kultisten. Und ich habe 2 Kultisten, die kommen zu euch zurück, das heißt, ich kriege 14. 14, dann kriege ich zumindest schon mal 7 Punkte. Hat Niala Tote vielleicht noch mehr Punkte? Ich habe diesmal 11, weil ich auch Kultisten verloren habe und Tore. Damit ist Haskur Startspieler. Innen oder gegen? Uhrzeigersinn. Ich wurde verschwächert. Du wurdest verschwächert. Gut, hast du. Leg los. Ich bewege den King in Yellow. Oder möchtest du vielleicht hier einen Kultisten essen? Ja, ich möchte den Kultisten. Ich habe keinen eigenen Kultisten. Ich bewege den King in Yellow. Hier hin. Und dann versuche ich das... Okay, das kostet mich 1. Und dann versuche ich das zu verderben. Das kostet mich 2. Schaffe ich das. Gelingt. Damit kriegst du ein weites Zauberbuch, weil das ein neues Zeichen ist, das du verdorben hast. Und wenn einer meiner Kultisten eliminiert wird, kriege ich einen Power. Schön. Bin fertig. Gut. Dann. Ich bin dran. Ich möchte ein Tor öffnen. 1, 2, 3. Und zwar im Nordatlantik. Oh, sorry. Damit habe ich dann auch die Bedingungen. 3 Tore in Meeresregionen. Und es sind auch 4 Tore in Meeresregionen generell, weil da drüben genau, ist. Genau. Quasi doppelt erfüllt. Ja. Ich lerne Submerge. Damit kann Cthulhu abtauchen und beliebig irgendwo anders auftauchen. Ja. Wo ist denn so ein Zeichen? Ich sehe da. Ich bin dran, ne? Ich gebe einen aus, um den da gefangen zu nehmen. No. So, ich... Ja, dann hat sich die Aktion erledigt. Ich spiele mal, ich zitiere Godzilla und sage, let them fight. Und damit habe ich das letzte Zauberbuch. Komm her. Hat man jetzt irgendwelche Vorteile, wenn man alle Zauberbücher hat? Oder? Nur dann kannst du gewinnen und natürlich machst du dich mächtiger. Okay. Du kannst nicht gewinnen, wenn du noch nicht alle voll hast. Ich bewege 1, 2, 3 Kultisten. 1. Die sind nicht verbunden, ne? Nee. Du kannst nicht von Europa in den arktischen Ozean. Also von Südeuropa. 2. Und dann soll er stehen bleiben. Dann bewege ich noch den Toten 3. Ich bin dran. Ich glaube, ich bewege meine Einheit, und zwar Cthulhu. Und zwar mal Richtung Sternengezücht.
Richtung Niala Totem hoffentlich und nicht in Richtung meiner armen kleinen Fungi. Komm, lass die Großen gegeneinander kämpfen. Lass mich arme kleine Ziege irgendwie. Dann, ich bin dran. Ich rufe einen Kultisten und besetze dieses Tor. Ich hole noch meinen dritten Mount Gaunt und dann bin ich durch für diese Runde. Hast du? Ich bewege einen Zombie hier rein. Okay, du hast ja wahrscheinlich irgendeinen Gedanken dahinter. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, ich möchte noch einen. Ja, ich beschwöre mal so einen. Was passiert, wenn ich einen Kampf verliere? Dann sterben unter Umständen sterben Kreaturen, oder? Mhm. Ja. Auf die 6. Zwei. Ich rufe einen Kultisten. Ich brauche mehr von euch. Ich bin durch. Ich werde mal ein Tor bauen. 1, 2, 3. Auch mal. Mhm. Anstatt immer nur von anderen Leuten zu essen. Okay, ich glaube, ich muss den da mal irgendwie ein bisschen verteidigen. Mit so einem Frosch? Ja, ja, mit einem Frosch. Nein, nein, ich habe gar keinen Sternenwitzicht mehr. Doch, das ist ein Sternenwitzicht. Ach, da, ne. Den kurz nicht gesehen. Warte, ich war hier. 1, 2, 3. Ja, ich, langweilig, ich hole noch einen Kultisten. Einen Kultisten holen. Ich bewege alle Björkis. Ich habe gerade gehört, ich bewege alle Björks. Ich auch. Hallo? Oh. Bin ich der Einzige, der noch dran ist? Nee, du bist nee, jetzt ich dran. Nee, ich bin noch dran. Auch noch dran. Okay. Ich brauche noch einen Kultisten. Hm. Ich glaube hier. Jetzt bist du. Ich rufe Kultisten. Ich bewege 1, 2 einen Kultisten hier runter. Noch ein. Also unter dem Bewegen ist irgendwie so völlig. Ich bewege noch einen Kultisten da rein. Okay, ich. Ich bewege 2 Kultisten. Danke! Ich tauche unter mit Cthulhu und tauche. Ach, ich brauche gar nicht tauchen, ich schwimme einfach. Ach so, ja. Weil oder fliege oder was auch immer. Ich bewege mich. Hm. Ja, stimmt, du hättest das genauso fancy machen können. Aber das heißt, du. Ach so, ja. Ja, ich finde die Vorstellung schöner zu tauchen. Ja, aber das kostet dann 2 Aktionen tatsächlich. Ja. Du musst ja eintauchen. Dann fliege ich halt. Er geht halt rüber. Und jetzt hat keiner mehr Punkte. Ne? Außer mir. Ich habe noch einen Punkt. Er hat noch einen Punkt. Er wollte mich ja wahrscheinlich jetzt angreifen. Aber ich bin jetzt noch dran. Ich bin noch dran. und ich rufe noch einen Fungus vom Joghurt. Ach, ein Südafrika. So, jetzt. Ja, mein Gott, ich zettel einen Kampf an. So, ihr zählt eure Punkte aus. Moment, Cthulhu hat eine Pre-Battle-Fähigkeit. Er darf jetzt sagen, dass du eins deiner Monster weglegen musst, weil er es ist. Lege eins deiner Monster weg. Mein Monster oder Kultisten? Oder Kultist, du kannst eine Einheit. Ja, verreck Kultist. Jetzt darfst du direkt ein Zauberbuch auslegen. Yay. Beziehungsweise, ich glaube, nach der Schlacht darfst du es erst, aber du kannst dir schon mal merken und es mit dem Gesicht nach unten dahin legen. Es wird aber erst dann aktiv. So, ich hab 4 Björkis, sind 5. Ja, ah, die sind immer ihre Anzahl plus 1, ne? Genau, ja. Und das war's. Achso, ich habe noch gar nicht. Das ist schon nicht so viel. Der Cthulhu bringt ja wahrscheinlich. Der Cthulhu bringt 6. Oh. 8 insgesamt. Tja. Wie viel hast du denn? Ich mir mal vorüberlegen sollen, 5. Aber vielleicht wirklich besser. Hm. Das sind 2 Schmerz. Das ist ein Schmerz. Das ist wirklich unglaublich beschissen gewürfelt. Das heißt, zwei deiner Figuren müssen sich zurückziehen. Genau, zwei grüne Figuren müssen in ein anderes Feld gehen, das nicht vom Feind besetzt ist, und eine deiner Figuren muss in ein anderes Feld gehen. Er hat aber keine Punkte. Aber mehr. Was das heißt, denn du, da kannst du deine Kultisten erlassen. Post-Sachen. Ah, das kannst du jetzt machen. Du kannst beide Schmerz auf deinen. Du hast keinen Stern gezücht. Das ist nur ein Schokolade, es tut mir leid. Das Zauberbuch funktioniert nicht, sonst hätte sie beide Ergebnisse am Sterngezücht zuordnen können.
Oh Mann. Ja, dann hättest du deinen Kultisten aber essen müssen, dann wäre jetzt nicht mehr da. Das wird dich nicht essen. Er wird gleich bestimmt eh verschwinden. Aber nicht mehr diese Runde. Diese Runde gehört dieses Tor sicher dir. Er kann nichts mehr tun, diese Runde. Deswegen würde ich sagen, du gehst mit Cthulhu und deinem Schogoten woanders hin und behältst das Tor, damit du gleich wieder mehr Power kriegst. Gut, geht das? Ja. Nee, geht nicht, das ist eine feindliche Einheit. Entschuldigung. Schade. Beim Zurückziehen, wenn du Schmerz erlitten hast. Südatlantik. Ja, das ist auch pfiffig. Und der Schogote muss auch woanders hin, ja. Ich glaube, der will mal... Genau. Das Meer grenzt hier aneinander. Ja. Ist der so superläufig ist das nicht, ne? Ja. Also da Aber das ist wichtig, darauf hinzuweisen. Gerade wenn, das Licht ein bisschen spiegelt, dann sieht man das einfach nicht. So. Gather Power! 6 Kultisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 besetzte Tore. 1, 2, 3, 4. Ein gefangener Kultist. 11. Du kriegst ihn wieder. Oh, das ist immer noch ein weniger. Achso, ich habe noch 1, 2, 3, 4 Tore. Pro Tor 2, ne? Mhm. 8 und ich habe noch alle Kultisten oder steht einer an? Du hast alle Kultisten. 8 plus 6, 14. Mhm. Hat er jetzt auch eins berichtet? Ja, ich habe noch 4 Kultisten und 2 Tore. Achso, if Cthulhu is in play, you gain 1 power for each enemy controlled gate in an ocean area. Dann kriegst du auch noch für das da einen. Ja, das ist Europa, ne? Das ist ja. Nicht der, noch nicht das Meer. Schauen wir mal, wie das mit der Klimaerwärmung weitergeht. Ich krieg 13. Obwohl, bis es 3 eigentlich erreicht, ist wahrscheinlich okay. Mittlerweile. Du kriegst 8. Ich habe 8. Das heißt, mit 15 ist Cthulhu unser Startspieler. Mit oder gegen den Uhrzeigersinn? Mit dem Uhrzeigersinn. Was hast du gegen mich? Ich weiß nicht. Wir sind da so nah. Und alle sind nah. Rot und Grün sind komplementär. Schön. Wir sehen gut zusammen aus auf einem Feld. So. Also, großer Cthulhu, was machst du? Irgendwie. So, wir kriegen noch Siegespunkte. Oh, wir haben die Doom-Phase vergessen. Entschuldigung. Wartet, hat jeder von euch bei der Berechnung bedacht, dass hier ein leeres Tor steht? Ich jeder kriegt noch einen Punkt mehr. Noch einen mehr. Jeder. Mhm. Wundervoll. Jeder. Genau, das verlassene Tor gibt uns einen. Ja. So, Doom. Niana Tutep hat wie viele Tore? 2, ne? 2. 1, 2. Cthulhu hat 1, 2, 3, 4. Ich habe 2. Hey. Ich habe auch 2. Möchte jemand ein Ritual der Vernichtung durchführen? Kostet 5 Punkte aktuell. Was hat das nochmal für einen Effekt? Du kriegst nochmal die gleiche Anzahl an Doom und kriegst ein älteres Zeichen pro großem Alten, den du auf dem Spielfeld hast. Nö. Nö? Das wird sich gut für Cthulhu lohnen. Ja. 4 Tore und einen großen Alten und 16 Punkte. Was? Pro Tor? Mhm. Pro Tor kriegst du dann nochmal einen Doom. Also du kriegst nochmal die gleiche Anzahl an Doom und für den großen Alten kriegst du einen versteckten. Du erntest quasi, ne? Du hast dann weniger Aktionspunkte. Aber du musst halt schauen, wenn du 5 ausgibst, dann bist du immer noch bei 11. Das heißt, so schlecht stehst du auch, wenn du das Ritual machst. Nicht. Da musst du ein bisschen abwägen. Ja, ich glaube, ich mach das aber. Ritual der Vernichtung. Das nächste Mal kostet 6. 11. Hab ich da genau. Dann kriegst du nochmal für du. Du darfst nicht die 30 erreichen, bevor du nicht deine Zaubersprüche voll hast. Ja, ne? Und du darfst ja ein Elder Sign da rausholen und vernichten. Und zeig es uns nicht, sondern leg es mit dem Gesicht nach unten hin. Das sind jetzt 1-3 Punkte, die sie in der Hinterhand hat. So, das war die Doom-Phase. Aber ist sie jetzt kommen trotzdem, wir in die ist sie dann trotzdem Startspielerin? Oder sie ist trotzdem Startspielerin, ja. Die Doom-Phase ist nach der Startspielerbestimmungsphase. Okay. Also, Cthulhu, leg los. Okay. Cthulhu möchte, glaube ich, ganz gerne... Diesmal habe ich hier überhaupt ein Tor? Nö. Da kannst du keine Monster rufen. Mit Sternengezicht und allem hierhin umziehen. Kostet dich 3 Punkte. Nicht, wenn ich untertauche, meine ich. Denn der Cthulhu kann tatsächlich, glaube ich, mit allen, die auf seinem Feld stehen, abtauchen. Ja, dann Aber dann drauf. Kannst du erst, wenn du das nächste Mal dran bist, ihn wieder auftauchen lassen. Ja. Tauchen. Cthulhu ist verschwunden und wir werden wissen nicht, wo er wieder auftauchen ist will. Ist Cthulhu verschwunden? Ja. Kultist ergibt dich. Niala Tote. So, ich mach die nervigste und blöde, nervigste Aktion, ja, die Niala Tote jetzt hat. Punkte unter uns aufteilen. Genau, ich würfel einen W6 und ihr drei müsst euch einigen, wer die Powerpoint-Punkte bezahlt. Und wenn ihr es in einer Minute nicht schafft, kriege ich die Punkte so dazu, aber ihr verliert keine. Mhm. Wer stoppt die Zeit? Wir haben noch nie die Minute erreicht dabei, weil meistens die Leute sich relativ schnell einig werden. Ich nehme einen. Ich nehme 2. Dann nehme ich auch einen. Gut. Das war meine Aktion. Ich bin dran. Und ich beschwöre Schuppenigurat. Kostet mich 8 Punkte. Ich kann es halt einmal pro Spiel. Einmal pro Runde.
Und ich muss dafür zwei meiner Kultisten ins Nirvana schicken. Shubi ist da. Ma. Das war meine Aktion. So, ich zahle eins und tauche im Indischen hier wieder auf. Ich sehe ein bisschen Spaß für meinen Kultisten. Wir haben getauscht. Kriegst du nicht noch ein Zauberbuch? Oh, ich habe schon Nico gerade gerufen, ich krieg ein Zauberbuch, du hast recht. Ich baue einen Kultisten hier in Nordamerika. Was? So. Ich baue auch meinen Kultisten in Antarktis. Auslandsversetzung. Ich bin dran. Ich kaufe mir ein dunkles Junges, die kosten mich jetzt nur noch zwei, weil schon Nigorad endlich im Spiel ist. Puh. Ich möchte ganz gerne deinen Kultisten fressen. Ja, ergibt sich. Können wir unsere jetzt austauschen? Nein? Gefangenen austauschen? Nö, ich hätte lieber gleich den Punkt dafür. Ich beschwöre Astur. Für 10. Das musst du dramatischer sagen. Dom, 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 ich beschwöre Astur. In Nordamerika, hast du Trump. Oh, das erklärt so viel. Das ist gemäß so Ähnlichkeit ist da. Ich habe noch einen Kultisten geholt. The King in Orange. Oh. Was ist denn da los? Keine Ahnung, ich habe gedacht, das sind doch Wegwerftruppen. Ich stelle da rein und gucke, was passiert, aber es scheint ihn irgendwie nicht zu stören. Tut's ja auch nicht. Ich rufe zwei Gule, die kosten mich nichts mehr. Wegen meines 1000 jungen Zauberbuch. Man sieht sie gar nicht mehr hinter dir. Ja, hier sind zwei Gule. Sie sind wirklich da. Und sie sind in Westafrika. Muss ich die Deep Ones jetzt einzeln rufen? Ja. Ich bin fertig, ich habe keine Power mehr. So. Was? Das ist das erste Mal. Ja, da kostet halt 10, der Typ. Ach, warum nicht? Fliege ich mal hier hin. Und. Wie viele nimmst du mit? Erstmal keinen. Aber ich nehme noch. Ich fliege noch mal dahin. Mhm. Ja. 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 Das war's jetzt mal. Du bist fertig. Für meinen letzten Punkt gibt's nochmal einen neuen Kultisten. Ich glaube, ich erkläre dann deinem großen Alten und meinem großen Alten den Krieg. Okay. Epic Showdown. Epic Showdown. Dann habe ich wieder mal eine Pre-Battle. Pre-Battle-Fähigkeiten. Cthulhu. Nee, Pre-Battle. Doch. Ja, nimm mal eine Einheit weg. Ich habe keine Einheit. Dein ein großer Alter ist auch eine Einheit. Ich würde dann sagen, dass oder? Du erstmal deine anderen dazu buchst. Was steht denn? Da steht nur Unit. Ja. Monster oder Kultisten. Nein, okay. Du kannst nicht den großen Alten fressen. Aber warte, er holt jetzt nämlich welche dazu. Jetzt kannst genau. Du ihn devouren. Devouren. Als ob sich das gelohnt okay. Hat. Tja. Gut. So, 6 Würfel. Und ich glaube, Niala Tote kriegt jetzt für jedes Zauberbuch, das ihr beide habt. Aber das Sterngezücht hat auch noch 3 Würfel. Aber also oh, hast recht, ja. Also ich habe 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Das Sterngezücht kann sich auch regenerieren, das dürfen wir diesmal nicht vergessen. Mhm. Okay, du hast 2 Tode und 2 Schmerzen. Was erzeugt, hat Olaf? Oder? Ja, erzeugt. Ich habe 1 Tod und 4 Schmerzen. Gut, der Angreifer ist derjenige, der als erstes Tod erzeugt. Das heißt, als erstes musst du 2 deiner Einheiten töten. Und ich jetzt. Ich hab den großen Alten gekillt. Genau, jetzt kriegst du wie viel? Einen Tod und 4 Schmerz? Einen Tod und 4 Schmerz. Da würde ich sagen, nimmst du einen Tod und einen Schmerz auf deinen Sternengezücht. Das kann den Tod dann nämlich verkraften. Das ist ein Zauberbuch, das Sternengezücht kann 2 von diesen Ergebnissen für sich nehmen und stirbt trotzdem nicht. Und der Gute stirbt dann noch. Und es muss sich nur zurückziehen. Und der Rest muss sich zurückziehen. Es ist kein Tod mehr übrig. Der Rest muss sich einfach zurückziehen. Aber jetzt habe ich das nicht erfüllt, weil nicht genug Einheiten da waren. Ja. Genau. Ja, super. Du hast nicht 2 getötet. Du hättest ein neues Zauberbuch. Aber die müssen jetzt alle weg. Und das einzige Gebiet, in das du kannst, wo keine gegnerischen Einheiten sind, ist Australien. Tut mir leid. Meine müssen weg? Ja. Ja, deine müssen weg. Du kriegst jetzt noch den Schmerz. Ach so.
Der wird immer auch noch ausgerechnet. Alle. Ja. Okay. Aber Olaf hat jetzt ziemlich kacke gewürfelt gerade, oder? Oh ja. Ja. Ich hatte halt keine Sechsen. Oh Moment, du kannst auch in den Nordpazifik, wo der Rest deiner Truppen steht. Also Australien oder Nordpazifik. Okay. Was ist mit dem Süd? Ach, da steht eine von uns. Da steht ein Gegner wahrscheinlich. Und wenn man sich nicht zurückziehen kann, sterben die dann? Ja, dann werden sie vom Spielbrett entfernt. Ich habe mein Tor verloren. So schnell geht das. Er hat Niala Tote verloren. Ich habe hier ein Ziel, das ich nicht ganz verstehe. Hier steht Awaken Hastur, also receive one Elder Sign. Wie soll ich das denn jemals gleichzeitig erfüllen? Nein, dann kriegst du ein älteres Zeichen. Und du kriegst, das, was hier draufsteht, ist nicht das Ziel. Das ist in dem Fall der zweite, dieses also, okay. Ist dann ein Zusatzeffekt, nicht eine Raus. Dann habe ich ja noch einen Spell und kriegen Elder Sign. Warum sage ich sowas? Naja, so völlig eindeutig ist das nicht, oder? Es gibt aber auch eine längere Liste von FAQs dazu, wo solche Sachen nochmal geklärt sind, tatsächlich. Ich war gerade dran, oder? Genau. Ja. Du hast gerade den Angriff gestartet. Dann, ich fresse einen von deinen Kultisten. Du bist wieder dran. Mhm. Ich tauche ab mit Cthulhu und... Allen. Und... Hastur kann nichts mehr machen. Ich kann noch. Ja, Hastur ist aber hier die Gefahr, die nebenan ist. Ja. Obwohl, er hat auch ganz viele Einheiten, die an der Nordpazifikgrenze nach Erde. Erde nicht mehr kann. Die freundliche Gefahr von nebenan. Oh komm, nehme ich ihn die noch. Die gelbe Gefahr. Oh. We'll make the yellow sign great again. Ja. Ich fress noch den anderen Kultisten. Ja, ich hab's mir irgendwie schon gedacht. Ja, irgendwie muss ich ja wieder Power kriegen. Das ist okay. Ja. Du hast meinen großen alten Gekühl erschlagen. Ja, ihr seid gar nicht mehr. Ja, ich tauche auf. Du bräuchtest so eine Tasche. So weißt du, wie andere Leute in Chihuahua so durch die Gegend tragen, hast du so eine Kaffee Tasche, die erfahrt. Du bist dran. Ich fliege mit dem Kultisten rüber. Und das ist ein weiteres Tor. Ich glaube, Cthulhu wird einen Kampf ansagen. Jawohl. Und diesmal kann dein Schokote gleich das da essen. Mein Schokote. Hast du das schon? Ja. Das habe ich mir gerade geholt. Sehr ich schön. Ich freue mich schon drüber. Pre-Battle-Fähigkeiten. Ich möchte, dass du eine Einheit mitnimmst. Hast du Pre-Battle-Fähigkeiten? Nee, ich glaube, ich opfer den Kultisten. Raps. Dann kannst du dein tiefes Wesen an den Schokoten verfüttern. Der Schokote kann dann... Kriegt er drei weitere Dices. Nee, es wird aufgerechnet. Ja. 6 für Cthulhu, 3 fürs Sternengezücht, 5 für den Schogoten. Ich habe 4 Würfel. 3 fürs Sterngezücht nur, das finde ich ein bisschen mau. Dafür ist das nahezu unsterblich. Das ist gar nicht so mau. Alter, sind 5 auch schon Tode? Nein, 5 sind Schmerz. Schmerz? Das heißt, ich habe unendlich viel Schmerz. das hier war auch ist schade, viel. Ich hätte lieber... Das ist sehr viel Schmerz. Das ist schade. Warum denn nur? Ich habe aber auch 2 Schmerz verursacht. Okay, als erstes, also jetzt müsst ihr beide gleichzeitig sozusagen den Schmerz. Also du musst alle deine Einheiten wegziehen. Ich hätte nur 2 Sechsen gebraucht, hätte mein Zauber. Und du kannst 2 von dem Schmerz auf dein Sterngezücht nehmen. Ja. Und dann war es das schon. Das Sterngezücht geht weg, Cthulhu und der Schokote bleiben. Das Sterngezücht kann in die Arktis nach Südamerika. Der Südatlantik ist auch gerade frei. Oder hier rüber in den Nordpazifik. Ich glaube, ich finde hier. Du kannst, glaube ich, schon mal machen. Ja. Mhm. Wer hätte gedacht? Der hat ganz schön viele Tore. Ja. Kann mal jemand hindern. Wenn ihr mich nicht so runtergehauen hättet am Anfang. Du bist dran. Ach ja, ich kann ja noch. Mhm. Kann ich, ich habe keine Kultisten. Doch? Ach, du hast keine mehr in der Reserve. Ja, alle deine Kultisten sind im Spiel. Oh nein. Oder gefressen. Nein, oh, warte, 3 davon sind gar nicht mehr im Spiel. Die sind alle gecaptured. Aber ich kann halt sind frei in Australien rum. Du kannst nur ein Monster pro Zug. Pro und auch Aktion. Nur, wo ich ein Tor habe, ne? Und wo ein besetztes Tor hast, um genau zu sein. Und... Als letztes... Ich denke mal hier rüber. Das war's? Warte mal. Ich bin durch. Kann ich den nochmal kurz anders machen? Ich würde viel lieber den hier hinholen. Geht das so? Ja, klar. So, dann sind wir durch. Gather Power Phase? Ja. Power.
Meine dunklen Jungen gelten dank meines Zauberbuchs das rote Zeichen als Kultisten beim Zählen. Dadurch wird mein einer fehlender Kultist ausgeglichen. 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir irgendein unbesetztes Tor? Ja. Ja. 11. Das sieht richtig übel aus. Ja. 8 nur? Du hast immer noch eine Menge mächtige Monster auf dem Feld. Ja. Du kriegst. Wie viel hast du? Also, ich habe 17. 17, 18, das heißt, jeder kriegt mindestens 9. Damit bist du der Startspieler. Mit oder gegen den Uhrzeigersinn? Das war echt unglaublich. Mit, gegen. Kannst du ja gleich ein gutes. Komm, entscheide ich. Gegen den Uhrzeigersinn. Hey! Ist das überhaupt so gut, das erste dran zu sein? Hm. Manchmal schon. Und ich hole mir Nali wieder. Hast du keine Bedingungen dafür, dass du noch irgendwas opfern musst oder sowas? Nö. Ich muss. Appears at the controlled gate. Okay. Das kostet dich auch gar nichts. Das kostet mich 10. Das heißt, wenn ich erst einen. Du hattest 17. Krass, scheiße. Gilt das auch, ja. Da habe ich gar nicht drauf gedacht. Ist aber bisher noch nicht eingetreten. Okay. Oh, Power. Ach ja, du. Niana Totepad, wie viele Tore? Ich hatte 4. Cthulhu hat noch 2. Ich habe 2. Hast du mal? Nur 2. Das sah auch mal besser aus. Möchte jemand ein Ritual der Vernichtung durchführen? Ja, komm. Kostet 6. Ja. Dann krieg ich nochmal 4. Du kriegst, du kriegst kein älteres Zeichen, ja, die kam erst danach. Ja, eigentlich. Aber ich krieg nochmal 4 Siegespunkte. Ja. Doom. Wir sind schon bei 15 von 30. Das geht jetzt aber schneller mit dem Doom. Erfahrungsgemäß. Doom. Ich hab jetzt Nali beschworen. Mhm. Anselm. Ich bewege mich mit meinem Screaming Dead. Gehst mit den einen ins Meer. Ja. Folgt mir, Kinder! Willst du noch eine zweite Aktion? Ich nehme sofort danach eine andere. Was zu tun? Mit hast du hinterher zu kommen? Wäre eine Überlegung wert, ne? Ich glaube. Ich fresse hier so einen Kultisten. Das kannst du nicht. Achso, doch, das kann er ja. Achso, du kannst ihn zombifizieren. Ja. Ich werde immer ein paar Zombies töten. Aber der kann das nicht besetzen und ja, deswegen würde ich sagen, dass der dann noch. Genau. Das ist eine schnelle Beförderung. Wir spielen. Mhm. Ich bin dran, ne? Ja. Ja. Und der Spielreihenfolge. Ja. Okay, dann. Der frisch ernannte Redaktionshund wird aktiv im Hintergrund. Was hat er getan? Nichts, er hat sich nur bewegt. Er wollte näher bei Nico sein. Also okay. Was denn da ein Kultisten auf dem Tor? Jawohl. Ich bin dran. Oh, wisst ihr was? Meine dunklen Jungen kosten nur noch 2 pro Stück. Und ich kann als Schub-Nikorat so viel beschwören, wie ich lustig bin. Oh, weißt du was? Wenn ich schon dabei bin, kommt noch ein Fungus vom Joghurt hinterher. Wow. Langsam wird's eng. Ich bin dran. Ich weiß nicht, man hat nicht gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe die dunklen Jungen nachgemacht. Die haben so viele Münder. Warte. Von meinem inneren Auge machen dunkle Jungen. Jetzt mal alle zusammen. So, ein dunkles Junges. Eins. Wir sind ein dunkles Junges. Bist du auch ein dunkles Junges? Sie ist auf jeden Fall dunkel. Ja, es ist dunkel. Ja, Suli, möchtest du auch vor die Kamera? Sie kennt es. Sieht man hier? Da? Nee, man sieht nur einen schwarzen. Was hast du gemacht? Ich habe einen Kultismus beschworen. Ich bin auch durch. Ich bewege mich hier runter und nehme meinen ganzen Untoten mit. Oh. Wie will Cthulhu auf diese Herausforderung des gelben Kaisers von Amerika reagieren? Ja, nach Australien oder whatever gegangen. Das ist auch in dieser Version Australien und nicht whatever. Wenn mir auffällt, mache ich sofort danach eine Aktion. Das heißt, ich mache hier, ich muss dafür würfeln natürlich. Das kann sein. Ich kann auch. Funktioniert nicht. Aber ich kann noch was beschwören. Ja, Australien hat ein anderes Wahlsystem, da kommst du nicht so einfach an die Macht. Beschwören dann. Und wesentlich höhere Einfuhrbestimmung. Hast du nicht jetzt zurückgekriegt? Die legt sich hier direkt. Ja, den solltest du gleich zurückbekommen haben. Und sie. War der bei mir? Ja. Dann hätte ich ja einen Aktionspunkt. Nein, hättest du nicht, weil du hast aufgestockt. Du hattest eigentlich irgendwie 7, du hast aber 9 gekriegt. Das heißt, du hättest 8 gehabt und hättest dann 9 gekriegt. Also macht keinen Unterschied. Nur, dass er ihn wieder in seinem Topf hat. Okay.
Ja, ich glaube, ich tauche mal unter. Das ist immer gut. Ich bewege ein dunkles Junges hier hin. Ich bin durch. Okay, ich probiere es nochmal. Diesmal hat es geklappt. Kostet dich 2 Punkte. Zack. Versuchst, kostet dich 2 Punkte, wenn du es versuchst? Ja, das hat mich eben auch 2 Punkte gekostet. Oh, alles und dann habe ich alle erfüllt. Fertig. Also kannst du mal erklären, was du machen musstest, um ein Ziel zu erreichen? Ich musste eigentlich nur noch in Australien, in einem Gebiet mit einem bestimmten Symbol, musste ich nur noch den Boden verderben, das Land verderben. Das heißt, das hast du aber tatsächlich irgendwie auf alle Kontinente einmal muss, ja, außer auf die Antarktis, um seine Verderbensleiste sozusagen, seine Verderbens-To-Do-Liste vollzukriegen. Ja. Dann, Cthulhu taucht wieder auf und zwar... Ich könnte es, glaube ich, auch später mit ihm auftauchen. Ja, du kannst in einer beliebigen anderen Abfolge wieder auftauchen. Hey, was war das? Ich das glaub, ist ein dunkles Junges, das kommt bei dir vorbei. Großartig. Ich glaube, ich mache einen Move. Mhm. Warte mal, wer war das, der hier... Ja. Frosch. Guck mal. Ein tiefes Wesen taucht nach Rillie. Es geht ja nicht, dass Niala Tote da übernommen hat. Neues Management. Ja, ich bin alles blau. Ich nehme diesen Kultisten gefangen. Hey. Hey. Yep. Taucht Cthulhu auf? Nein, es ist noch das gelbe. Achso. Das gelbe Grauen. Das gelbe Schleichen. Könnt ihr vielleicht den Hund mal hochheben? Oh, so Anselm reingucken lassen, damit die Leute wissen, was der... Wie der Hund aussieht. Ja. Sie kennen nur seinen Hintern. Zoom. Ich nehme für 1 den Kultisten hier gefangen. Ich habe das nicht gesehen, weil in den direkten Moment dann den anderen. Hallo! Hi! Suli, du bist live. Kalte Nase. Ja, ich bin fertig. Suli, Thulu ist dran. Suli, Thulu. So, jetzt runter, bitte. Lass dich davon nicht beeinflussen. Da ist nichts passiert. Gut, dass ich mich nur an Land befinde. Also, Cthulhu taucht wieder auf. Ja, das war der Plan. Wo? Natürlich im Südpazifik. Er kommt nach Hause und schaut nach, wer sich da eingenistet hat. Was ist denn hier los? Hallo? Ich muss jetzt endlich mal 2 Einheiten in einem Battle irgendwie plätten. Das ist überfällig. Das wird dann nicht gelingen. Er wird den einen davon opfern. Ich bin noch dran. Ich baue ein Tor. Und zwar können meine dunklen Jungen Duck eines Zauberbuchs Tore bauen und besetzen, als wären sie Kultisten. Ich baue auch ein Tor. Irgendwie geht hier in Skandinavien einfach nichts. Da ist halt irgendwie die Luft raus. Ich erkläre trotzdem den Kampf. Okay. Ich opfere meinen Dunkeldürm, dafür aber kann ich eine Einheit entfernen. Die war. Ja, es. Ich glaube, du darfst als erstes eine Pre-Battle, weil du der Angreifer bist, ausführen. Das heißt, du frisst den Dunkeldürren. Ich fresse irgendeinen. Nein, du sagst, du frisst einen und er entscheidet, welcher davon. Dunkeldürrer oder Kultist? Na gut, der Kultist wird wahrscheinlich eh drauf gehen, deswegen lasse ich den Dunkeldürrer da. Und dann opferst du ihn? Dann opfere ich ihn, du musst jetzt auch eins von deinen Monstern opfern. Entfernen. Dunkeldürrer. Und jetzt passiert nichts mehr. Ja. Weil ihr mit den Pre-Battle-Sachen schon alles geklärt habt und du hast auch deine Bedingungen immer noch nicht erfüllt, weil du den nicht getötet hast. Ja. Das tut mir leid. Meine, bist du noch? Hast du noch? Das ich kann noch. Ich rufe noch einen Kultisten. Und damit bin ich durch. Ich kann auch noch. Ich rufe einen Kultisten. Ansonsten. Jetzt glaube ich die Reihenfolge durcheinander. Oh, sorry. Ich habe vergessen, dass du noch einen Punkt hast. Ich bewege mal. Nee, warte. Du hattest den Kampf angesagt, dann habe ich was gemacht, jetzt ist ein Niala Totep noch dran. Ja, aber ich kann Punkt. Nicht. Der ist auf 0. Achso. Nein, ich bin auf 0. Ich baue noch ein Tor. Musst du das auch eindeutig anzeigen? Ein Tor in Australien. So, jetzt aber. Kann ich da überhaupt einrufen? Oder nur da, wo andere Kultisten sind? Nur wo andere Monster, also Monster sind, kannst du. Nur wo Monster sind. Ja, dann ist ja bist du mit denen da. Jetzt gehört dir dein Heimattor wieder. Endlich. Ansonsten könntest du Cthulhu auch nicht wieder aus dem Grab holen, tatsächlich. Falls er noch hat noch jemand außer mir Punkte? Du hast noch Punkte. Mhm. Du kannst lustig schalten und walten. Ja. Gibt's noch irgendwo... Also das ist auch ein... Wie viel Würfel hat das?
Im Kampf? 4. 0. 0? Achso, stimmt, der kann ja nicht kämpfen. Der kann nur Untote bewegen. Der kann nur seine Zombie-Party durch die Gegend bewegen. Dann bewege ich jetzt mit 2 Punkten. Ich glaube, du willst dein Ziel erfüllen. Ja, will ich. Und mit einem Punkt erkläre ich den Krieg. Devour, jetzt musst du ein Männchen werden. Ja, friss so ein Zombie. So, ich bewahre den mal auf, damit ich mir merken kann. Okay. Und dann? Und jetzt wird hast du auch noch so Pre-Dings. Ich habe sowas gar nicht. Du hast keine Pre-Battle-Fähigkeiten. Ich habe aber eine Schogoten-Fähigkeit. Aber ich kann ja, aber du hast keine andere Eingabe. Ich würde nicht Cthulhu essen. Nein. Zu diesem Zweck. Das ist irgendwie... Da war ja gerade auch einer. Das recht von dir. Ich hatte ihn mal dabei. So 6. Und für den Schogoten 2. Und du so? 1. Jetzt muss mal jemand hier... Ja, ein Tod und 2 Schmerz. Welcher soll sterben, Anselm? Ja, so ein Zombie. Und welche 2 gehen weg? Ja. So ein Zombie. So ein Zombie und... Ja, die kannst du ja noch... Die ziehen weg, wo können die denn hin? Die können nirgendwo hin. Indischer Ozean? Der Indische Ozean. Nein, da bin ich. Ja, da bist du. Heißt das, die gehen drauf? Ja, die werden jetzt vom Spielfeld genommen. Okay. Dann hast du das Ziel erfüllt, oder? Ja. Einen getötet, einen gefressen. Sie kriegt ein weiteres Zauberbuch. Aber ich stehe da auch lustig. Die Runde ist durch. Gather Power. 6 Kultisten, 3 dunkle Jungen. 3 Tore. Ah, ich krieg das letzte gratis. 11, 12, 13, 14, 15. Gleich. Dann kriegt. Okay. 1, 2, 3, 4 Tore sind 8. Und Kultisten habe ich 1, 2, 3, 4. 16. 12. Wofür hat die sind schon mitgerechnet? 17. Abandoned Gates, haben wir welche? Nein. Nee, gerade sind alle besetzt. Und du kriegst ja nochmal für alle Tore im Ozean. Oh, ich krieg noch einen. Nee, für die Tore im Ozean? Doch. Super. Ongoing. Move power from each enemy controlled gate in an ocean area. Achso, das ist 1. So, wir haben alle Geiseln ausgetauscht, alle Gefangenen zurückgeschickt. Alles gemacht. Ich bin bei 16. 17. 13. Dann bist du Startspieler. Können wir noch. Ja, wir kriegen. Und dann kriegen wir jetzt noch die Doom-Phase. Und welche, in welche Richtung spielen wir? Wir spielen weiter in die. Okay. Doom-Phase, du kriegst direkt ein weiteres Spellbuch, weil in einer Doom-Phase, wo du 5 hast, kriegst du Nummer 6. Ja. Haben die denn schon die Punkte? Nee, die kommen jetzt. Na, vergesst das nicht. Ja. Und macht doch mal jemand von euch so ein Ritual, damit wir sehen, wie das funktioniert, damit das Wir haben das schon zweimal gemacht. Einmal. Zweimal? Nein, zweimal. Ach, zweimal. Ja. Ja, zweimal genau. Okay, also. Die gelbe Fraktion hat 3 Tore. Die rote Fraktion hat 3 Tore. Die gelbe Fraktion hat 4 Tore. Entschuldigung, die gelbe Fraktion hat 4 Tore. Die grüne auch. Oh, die grüne auch. Blaue hat 3. 1, 2, 3. Möchte jemand ein Ritual der Vernichtung durchführen? Ja. Wie viel kostet das? 7. Ist ja eklig. Gib mir den Sack. Krieg jetzt kriegst du nochmal 4, Doom. Ja. Und 2 Marker. 2 Marker? Ja, du hast 2 große Alten auf dem Spielfeld. Dann fühle ich mich irgendwie wohl. Ich fühle mich cool. Ich mache aber jetzt nicht so ein Ritual. Ich habe zu wenig Punkte, finde ich. Obwohl, die werden ja gleich teurer. Doch, ich mache noch eins. Komm, solange es noch so billig ist. Für 7, ne? Ja. Dann kriegst du nochmal 4. Richtig? Ja. Und so ein Zeichen. Genau. Kannst du nicht sehen, weil du so das Flügel vorhin. Wir sind inzwischen mit unseren Ritualen hier angekommen. 1, 2, 3, 4 können wir noch machen. Wenn dann das 5. Mal 1 gemacht wird, ist das Spiel vorbei. Der Hund? Ich könnte jetzt auch sagen, dass ich so ein Ritual durchführe, ne? Mich kostet es jetzt aber schon 8. Das finde ich unmöglich. Naja, dir bringt es auch gerade nicht viel. Also erklär mal, warum du auch keins machen solltest. Obwohl, ich würde 3 weitere Punkte bekommen und ein älteres Zeichen. Also das wäre jetzt nicht schlimm. Die haben 3 Tore besetzt hier in Zentralasien. Aber du hast ja deine Spellbooks noch gar nicht. Erklär doch mal den Zusammenhang. Ja, ich sollte nicht versuchen, das Spiel weiterzutreiben. Denn ich kann erst überhaupt in Frage kommen als Gewinner, wenn ich meine 6 Zauberbücher habe. Aber Schumnego hat tatsächlich...
mit die höchsten Anforderungen dafür. Ich muss mich sehr weit ausdehnen und Leute opfern, um das noch zu schaffen. Gut, dafür kriegst du deine Einheiten relativ jetzt quasi umsonst, aber auch erst, weil ich das mir so also warten wir auf eine Welle der Schlachterei. So, dann. Und ich führe auch keins durch, weil ich einfach diese Runde nicht genug Power habe. Dann kann ich sonst nichts machen. Hast du, leg los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Welcher? Ich bewege alle Biakis nach? In den Südpazifik. Mhm. Wo ich dann auch da den indischen. Nee, das ist ein bisschen. Hallo. Flatter, flatter. Das kostet mich eins. Cthulhu? Nee, warte mal. Ich erkläre mal den beiden hier den Krieg. Mhm, das kostet dich noch einen. Ich habe, glaube ich, auch nur einen bezahlt, hoffentlich. Und du hast gerade zwei bezahlt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil du sie bewegen wolltest. Nee, ich hatte 13, sieben hat das. Dann, wenn du das sagst, ist das so. Dann, so, du erklärst den Krieg, deswegen kannst du dein Pre-Battle anfangen. Anselm, welche von deinen beiden Figuren soll denn gefressen werden? Okay. Und dann hast du jetzt 6, 7, 8. Ich habe nichts gewürfelt. Königin Gelb ist alleine relativ nutzlos. Tot. Der Königin Gelb ist tot. Entschuldigung. Ich bin dran. Avatar. Kosten 1. Wähle eine Region und eine Fraktion. Ein Monster oder Kultistin der Fraktion, der vom Fraktionsbesitzer ausgewählt wird, muss durch Shub-Niggurath getauscht werden. Was? Mhm. Ich wähle den Indischen Ozean. Nein. Und ich fürchte, du musst deinen Kultisten da wegstellen, damit Shub-Niggurath dahin darf. Das ist ein sehr ungünstiges Austauschprogramm. Ja, das war meine Aktion. Erasmus in, Erasmus in der Hölle. Tschüss. Das war meine Aktion. Ja, hast du? Hast du es mal wieder dran? Hast du zahlt? Kann ich eigentlich passen? Eins? Doch, kannst du, ja. Und bewegt hast du dahin, wo ein Kultist of Any Faction steht. Hier. Und dann nehme ich sofort eine weitere Aktion und greife da, glaube ich, einfach mal an. Gruselig. Mhm. Okay. Zack. Das geht? Okay. Dann. Ja, also ich muss in. Das ist übrigens ziemlich lustig. Move has to any area containing a cultist of any faction. In Klammern, the cultist said his name, possibly by accident. Hast du. Dann als Pre-Battle erfahre ich mal wieder meinen Dunkeldürer. Das heißt, ich muss. Du eine Figur entfernen? Genau. Oh, schlimm. Und nein, er kann wieder einen aus dem Spiel entfernen. Also aus dem Kampf entfernen. Oh, das könnte Pech geben, wenn ich. Okay, ich habe so viel Stärke, wie es kosten würde, ein Ritual zu machen. 8. Wow, du wirst immer mächtiger. Und ich habe ganzen einen! Ja, aber wenn du erst eine 6 würfelst, dann hast du tot. Nein, er ist nur in Schmerzen. Ja, die sind alle tot. Ja. Die sind tot. Die sind tot, oder hast du, musst du wieder irgendwo anders hin? Nee. Ja, und der kann sogar drin bleiben. Nee. So! Okay. Wieso macht Hasto wie Beavis und Butthead? Cthulhu ist dran. Ja, Cthulhu ist dran, genau. Wenn man ihn von hinten sieht, erklärt das so vieles. Entschuldigung, ich bin ins Mikro gekommen. Anselm! Ja, Entschuldigung. Ich fand's gut, mach weiter. Das ist in Ernsthaftigkeit, ja? Hier wird jetzt ein Kultist beschworen von mir. Oh. Oh. Ich bewege Einheiten. Du willst nicht kämpfen? Ich bewege Einheiten. Okay. Und zwar 3 Stück. Gleich. Vier Stück. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Jeder Monster kann von dir jetzt. Ja. Nein, nur die können wie Kultisten agieren. Und der da? Der nicht. Also hier steht mein Kultist drauf. So. Ich kann es mir vorstellen. Das waren 3, ne? Ja. 1, 2, 3. Ja, möchtest du kämpfen? Jali, komm her. Soll ich dir mal sagen, wie sich meine Kraft berechnet? Ja, aber... Die Anzahl meiner Kultisten pro und plus kontrollierten Toren. Das heißt, wir haben Gleichstand aktuell. Von unseren großen Alten hier. Ich komme hier richtig langweilig vor, mit derselben Kraft. Ich mache einfach mal wieder meine Nuller-Trollkraft
Null Power und Trollkraft. Ja, wir müssen Punkte. Und ihr müsst einen Punkt verteilen. Ich nehme den nicht. Du hast am meisten. Ich nehme den, ist schon gut. Gut. Ja, du kannst auch sagen, ihr kriegt einen. Das wäre natürlich auch eine Option. Ja. Hast du. Hast du schon wieder. Ich beschwöre. 1, 2, 3, 4. Es darf kein Tor da sein. Ja. Achso, ich bin. Ach ja, Moment, mein dunkles Junge, es geht hier direkt auch aufs Tor, ne? Ja, ich hatte mich schon gewundert und dann dachte ich, da steckt doch irgendwie Plan hinter. Nein. Da steckt Verplantheit hinter vielleicht. Ich müsste mal kurz diese. Die haben. Wie berechnet sich die Stärke von deinen Flügeln? Anzahl plus 1. Also 5. 5 pro Moped? Insgesamt. 5 insgesamt. Pro Moped. Wie heißen die denn? Biaki. Gut, Biakis. Biaki-Armee. Ich glaube, ich schwimme mal rüber mit Cthulhu. Mir gefällt das nicht, dass ihr dann den Pazifik. Kultisten erstmal fressen sollen. Oder brauche ich das vielleicht noch? Kommst du die Nerven noch? Brauche ich das noch? Oder also, dann kannst du nicht mehr, wenn der Cthulhu da ist. Ich doch. Ach komm. Nur müssen wir fahren. Beide kommen rüber. Ja, für 2. Ende. Du kannst mich jetzt gleich angreifen, wenn du willst. Ich bin dran, ne? Mhm. Ich verlege nochmal 2 Kollegen hier hin. Mhm. Was passiert eigentlich bei einer 3-Parteien-Schlacht? Es kämpfen immer gibt's nur 2. Also du wählst immer einen Gegner aus. Okay, greif den an. Ich habe festgestellt, dass ich gerade nur noch ein Portal habe, aber ich hole mir mal einen Hunting Horror. Ja, den du gleich in die Schlacht dazu rufen kannst. Richtig. Hast du? Ich bewege alle meine Biakis. Nach Australien. Ja, könnte ich machen, ja. Ja, alles andere ist ja irgendwie geschützt. Ich stehe hier hin. Vielleicht das Kohle ja, aber du bist auch dran, großer Cthulhu. Oh. Also ich könnte auch skippen. Du könntest auch sagen, ich möchte übersprungen werden. Das kannst du nicht. Das kannst ja, du irgendwie nicht. Irgendwie würden das ja im Zweifelsfall nee. Sonst alle tun. Okay, ja. Gut, dann musst du. Tatsächlich. Aber du hast gerade eine ganz komfortable Position eigentlich mit 5 Toren. Mhm. Ich glaube, ich beschwöre den Kultisten. Die schaden nie. In Australien. Das wird dann wahrscheinlich auch die letzte Runde werden. Ist das so? Weil nicht so. Mit 5 Toren kriegt sie halt mal 5 Punkte, ja. Siegespunkte. Ja. Ja, mit ihm, ich und sie hat da, damit kann sie es eigentlich schaffen. Egal. Ja, aber ihr habt ja noch. Ich sehe gerade, dass da irgendwie ein Biaki-Schwarm eingeflogen ist, um mir das Tor streitig zu machen. Deswegen benutze ich meine Kraft Avatar und tausche eine deiner Einheiten gegen Schub-Niggurat. Welche möchtest du nehmen dafür? Hast du? Nee. Niala, Dotef. Weil es so schön war, mache ich das Gleiche einfach nochmal. Du wusstest auf in der Antarktis. Ja. Ich habe ja das letzte Tor, was ich habe. Ich weise darauf hin, dass wir uns gerade alle gegen Cthulhu verbünden sollten. Naja. Wie viele Aktionspunkte stehen euch denn nur noch? Oh je. Ich habe noch 4. Wow, ich habe noch 8. Ja, ich kann nicht wahnsinnig viel gegen Cthulhu machen, glaube ich. Erklärst du Schubi den Kampf? Naja, das bringt irgendwie nicht so viel. Ich kann Hastur bewegen. Ich könnte irgendwas Nerviges, was jetzt hast du frisst. Ach, ich gehe das Risiko ein. Und dann muss ich direkt danach noch eine Aktion machen und versuche einfach das Feld zu räumen. Indem du angreifst. Ja. Gut, Sterngezücht. Das hat ja nur diese Postbell-Fähigkeit. Mhm. Hast 8. Na dann, würfeln sie! Das sind ein Tod, 2 Schmerz. Damit räumst du auf jeden Fall mal das Feld. Nur Schmerz. Okay, ich kann bestimmen, wer welchen Treffer kriegt. Echt? Das ist eine von deinen Fähigkeiten? Ja, tatsächlich. Ja. Wer wird denn getroffen?
Gute Frage. Ja, ich fresse das Sterngezücht. Die Sache ist, das Sterngezücht darf zwei von den Zeichen auf sich nehmen und nur wenn beide tot sind, stirbt es. Habe ich gewürfelt? Das hier. Mhm. Du hast einen tot. Was hab ich denn? Ich hatte eine 5, glaube ich. Oder nein? Eine 4 hatte ich noch. Du hattest 3 Würfel, ne? Das sind deine 3. Das waren deine Schmerz. Das sind meine 8. Und du hast ja, aber dann kann ich den Kultisten verjagen und das andere Vieh töten. Nee, kannst du nicht. Das kriegt nämlich 2. Das ist eine seiner Fähigkeiten. Es kriegt 2 von den Zeichen und es stirbt nicht, es sei denn, beide sind tot. Ja, okay, verstehe. Das heißt, die beiden werden einfach vertrieben. Okay, das heißt, ich kann, ich kann aber den Kultisten töten und den anderen vertreiben. Das stimmt. Ich kann ja bestimmen, wo der Kultist ist tot. Wohin geht das Sterngezücht? Keine Ahnung. Ich entscheide. Das Südpazifik, Indischer Ozean. Das geht, glaube ich, nach Nordamerika. Da kann es nicht hin, das ist eine gegnerische Einheit. Ach ja, sehr sinnvoll. Dann hier. Das kann auch nach Südamerika. Okay, das geht in den Nordatlantik. Nee. Und du musst woanders hingehen, du hast Schmerz gekriegt. Du kannst nach Nordamerika. Ja, ich kann nur nach Nordamerika, glaube ich, weil da Gegner sind. Oder Antarktischer Ozean. Zack. So, ach nicht. Naja, der große Gefühl ist dran. Der, genau. Ach so. Ja. Ja, gerade ist ein Kultist von mir gestorben. Ich glaube, ich möchte einen Kultisten rufen. Okay. Wo? Im Südpazifik. Ich bin dran. Schon gesagt, aufs Maul. Bei den Biakis? Bei den Biakis. Ja, verständlich. Weißt du, ich rette uns hier und du fällst mir in den Rücken. Wir können uns auch absprechen und ich sage, wenn du mir das Tor nicht wegnimmst, mache ich was anderes. Ich kann nichts mehr machen. Oh, du hast recht. Schubi sagt nicht aufs Maul. Schubi sagt, ich tausche mit einer beliebigen Einheit in Australien. Kannst du dir bitte eine Einheit umstellen? Hallo. So, kann jemand noch irgendwas machen? Ja, ich. Das wäre jetzt auch so ungefähr mein Plan gewesen. Das ist die Aktion dämmt Cthulhu ein. Ich fliege mit meinem Light Gaunt mal dahin. Okay. Dann bin ich wieder dran. Ich gehe mit meinem Kultisten, der da drüben ist, aus dem Indischen Ozean nach Australien. Da ist ein kleiner Kultist, genau, gib mir den mal. Er geht hier hin und besetzt das Tor, während Schubi auf ihn aufpasst. Okay, ihr beide seid durch. Dann eröffne ich in Südamerika einen Kampf und hole meine beiden. Das ist eine einzelne Hunting Horrors. Ne? Genau, das ist eins meiner Spellbooks. Das kostet aber was. Guck mal auf das Spellbook. Ich meine, das kostet was. Nein. Okay. Select Monster. Immediately move any or all hunting horrors from any area to that battle area. Okay. Ich möchte gerne meinen Kultisten absorbieren. Gut, dann kriegt der Schogote insgesamt 6 Würfel. Dann opfere ich meinen Dunkeldürer. Jetzt musst du den Schogoten vom Feld entfernen. Und damit ist die Schlacht vorbei. Kommt hier nicht zum Kämpfen, weil er zu viele Pre-Battle-Fähigkeiten hat. Gut. Dann bin ich wohl wieder dran, ne? Ja. Ich nehme den Kultisten, den Grünen, der da hinten ist, gefangen mit meinem. Ja. Ich kriege hier ganz schöne Ziel. Das liegt nur daran, dass du vorne liegst. Du rufst einen Kultisten. Ich rufe einen Kultisten auf das Portal. Ich habe immer noch viel zu viele Punkte. Was mache ich denn? Aber ich kann keine Monster mehr rufen. Krass. Fang ein bisschen Stress an. Versuch deine Zauberbücher zu kriegen. Warte, in wie vielen Regionen bin ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich krieg ein Zauberbuch. Danke für den Hinweis. Und wenn du 8 hast, kriegst du... Kriegst du wahrscheinlich auch noch hin. Ja. Allein hier ist leer. Ja. Nee, warte mal. Ich wähle mit Avatar die Antarktis und tausche mit einer beliebigen Figur. Ist ja wurscht welche, ne? Ich glaube, es werden gleich 3 Kultisten gefressen. So, was machst du? Da der große alte E-Monster schlägt. Bewege ich wenigstens noch eine. Das müsste genau. Südpazifik.
Okay. Hintenrum mein Tor besetzt. Okay, meine nächste Aktion ist. Du frisst mein. Ich krieg doch Doom für fremdbesetzte Tore mehr. Niemand kann mir was machen. Nee, meine nächste Aktion ist, einen Kultisten zu essen. Ja. Meine nächste Aktion ist, einen Kultisten zu bewegen. Dann ist noch eine Aktion, einen Kultisten zu bewegen. Und dann wähle ich mit Avatar den Nordpazifik und tausche mit einer beliebigen Figur. Hm. Oder auch nicht. Hm. Und jetzt gehen mir langsam die Kultisten aus, die ich noch auf Tore setzen kann. Der steht auf einem. Ja, genau. Der steht noch auf einem. Hier ist noch einer. Wenn du den in zwei Bewegungen darüber kriegst, ja, kriegst du. Krieg ich. Ja, dann die letzten beiden Punkte. Ich muss es, glaube ich, nicht mehr einzeln ansagen. Bringe ich hier rüber auf das Tor. So. Gather Power. Kultisten und drei dunkle Jungen sind 9 Punkte. Sechs Kultisten in 6 Toren. Dann 6 Tore sind 12 plus 9 sind 21. Ich habe noch 3 Kultisten und ein Tor. Mhm. Joa. Läuft. 13. Ich bin immer stabil seit Anfang des Spiels, so irgendwie richtig viel. Dann habe ich wenigstens 11 durch deine 21. Genau, ich auch, ne? Ja. Und dann wenn ich Startspieler. Bist du Startspieler. Und dann wir gibt's gehen mit dem Uhrzeigersinn. Doom! Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tore. Mm-mm. Du hast 8 Tore. Wieso habe ich 8 Tore? Weil 1, da nochmal 2 dunkle Jungs sind. 5, 6, 7, 8. Dann kriege ich auch noch mehr Power. Ja, und dann kriegen wir beide auch noch mehr Power. Juhu! Wie viel denn? Noch 2 mehr. Warte. 8 Tore. Wie viel? 16. Sind 16. 6 Kultisten sind 22. 3 dunkle Jungen sind 25. Wir müssen uns gegen Cthulhu verbünden, hat sie und gesagt. Und 3 Kultisten gegessen sind 28. Gut, das heißt, es kriegt jeder mindestens 14. Juhu, 14. So, da ist einer für dich. So, also. Ich hab hier angefangen, glaube ich. Also 8 Tore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie viel hat Jan? 1. 1. Cthulhu? 2. 2. 3. 1, 2, 3. Okay, die Bündnisse für diese Runde stehen fest. Alle gegen Mairi. Warte mal, das ist noch die Doom-Phase. Das ist noch die Doom-Phase. Möchte jemand ein Ritual der Vernichtung durchführen? Auf jeden Fall. Kostet dich 8 Punkte. Du nicht? Nee, du bist Startspieler. Nee. Achso. Die kann nicht gewinnen, wenn wir das jetzt so auf jeden Fall. Aber da, ich hab mindestens in 8 Gegenden muss ich jetzt Einheiten haben, da ich 8 Tore habe. Was ist denn das Letzte? Ich muss 2 meiner Kultisten opfern. Ach Gott. So, ich habe damit noch 6 Aktionspunkte, aber ich krieg auch... Ritual! Nochmal 2. Ja. Doom und ein... Ich hätte ja noch... Also, wenn ich jetzt 30 hätte mit dem Verdecken... Kannst du jetzt aufdecken, ja. Kannst du jetzt aufdecken? Ja, das möchte ich dann... Dann hast du vielleicht gewonnen, wer weiß. Ja, dann. Ich habe keine. Dann wirst du ziemlich sicher gewonnen haben. Okay, du deckst auf und du hast 6 Punkte damit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Welt ist vernichtet. Du hast noch welche? 3. 1, 2, 3. Niala Totep? 0. Ich auch nicht. Das heißt, die schwarze Ziege ist raus. Ich habe keine 6 Spellbooks. Ich kann gar nicht gewinnen. Und der große Cthulhu hat überraschend mit seinen älteren Zeichen gewonnen. Aber wir haben gesehen, glaube ich, ganz gut, wie die funktionieren. Cthulhu hat tatsächlich durch seine älteren Zeichen gewonnen und du hast auch sehr viele Möglichkeiten, ältere Zeichen zu generieren. Davon hast du sogar gar nicht so viele genutzt, weil das noch viel ich mehr... Ich habe die nur durch diese Rituale. Ja, du hättest noch viel mehr Abstand rausholen können. Jedes Mal, wenn Cthulhu vernichtet worden wäre. Ja, es tut mir leid, dass du bist aber jetzt gerade auch jedem Kampf aus dem Weg gegangen. Ja, wir haben gesehen, dass die schwarze Ziege erst am Ende des Spiels, sobald sie die Bedingung erfüllt hat, ihre Monster so billig ins Feld zu werfen, richtig mächtig wird. Und dann auf einmal in wenigen Runden mit Avatar und den dunklen Jungen unglaublich viele Tore besetzen kann. Ja. Ja, der Totep ist sehr beweglich. Ja. Kann einfach mal sagen, ich möchte Südamerika. Und Hastur hat halt diese Schar von Untoten, die du fast kostenlos durch die ganze Welt bewegen kannst. Und 2 große Alte. Ja. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass eine Runde länger noch gegangen wäre, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Aber das ist das Schöne an diesem Spiel eigentlich, dass es sich trotz der simplen Regeln alle sehr anders spielen. Ja. Und
dass man das auch noch immer mal drehen kann. Ja, und dass es halt eben auch echt eskalieren kann zum Ende hin. Und ich finde, man hat schön gesehen, die schwarze Ziege kann am Anfang echt schwach sein. Ich hatte da nur irgendwie 3 Kultisten stehen und sonst nix. Und ja. 3 Runden später... Hast du 8 Tore. Das erinnert mich eigentlich, ein Aspekt erinnert mich ein bisschen an der Eiserne Thron. Das haben wir mal im Norddeutschland gespielt, ihr erinnert euch. Weil das Spielprinzip da ist, okay, es ist schon ein bisschen komplexer als hier. Aber das Spielprinzip, die Komplexität hat sich in Grenzen, aber du musst, also wir sind ja jetzt durchgehetzt und haben nichts gerechnet, eigentlich musst du bei deinen Zügen super krass drauf achten, was da um dich rum ist, was die ändern können und so weiter. Also es ist schon, die Regeln sind nicht komplex, aber, also die taktisch... Sie sind nicht kompliziert. Ja, sie sind nicht kompliziert, aber sie haben überraschende taktische Tiefe. Taktisch vorzugehen und zu sehen, okay, also genau zurecht und so ist schon, ich glaube, das Spiel ist eigentlich... Ich weiß nicht, wie oft du es schon gespielt hast, aber ich glaube, es läuft eigentlich wesentlich langsamer ab und man überlegt sehr, sehr lange. Wir können übrigens sehr dankbar sein, dass Cthulhu sein Dreaming nicht eingesetzt hat. Ja, das habe ich zwischendurch auch immer gelesen und gedacht, ja, aber die 3 Punkte... Also ich glaube, wenn ich irgendwann gar nicht mehr viele Tore gehabt hätte, hätte ich es auch. Dann kann Cthulhu nämlich einfach einen fremden Kultisten in einen seiner eigenen verwandeln. Genau. Telepathie. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eigentlich für Anfänger ganz gut geeignet, aber ich glaube, es wird komplex oder komplizierter und schwieriger, wenn die Gegner auch mehr Erfahrung haben. Und dann im Original... Glaub, immer, also es wächst irgendwie mit den Spielern so vom Schwierigkeitsgrad, wie Schach oder so. Ja. Aber das Spielbrett ist halt wegen der Größe der Figuren wirklich unübersichtlich. Ja, ich kann nicht sehen, was da steht, weil ich so das Flügel im Bild sehe. Als Hastur ist das tatsächlich irgendwie auch ein Problem, weil du sehen, ne, ich will ja eigentlich nicht meine Taktik beraten, sondern was ist denn hier für ein Symbol? So. Jetzt mal die Frage, wenn du das noch upgradest mit 4 weiteren Parteien maximal, hast du 8 verschiedene große alte, kriegst du auch ein größeres Spielbrett? Also nein, du kannst das Spiel mit maximal 5 Leuten spielen, egal wie viele große alte du zur Verfügung hast. Und wir haben, das ist jetzt die Variante für 4 Spieler, wenn mit 5 und wir diese Karte nochmal umgedreht, dann ist Nordamerika zum Beispiel geteilt. Ich glaube, es gibt auch noch, am Original Kickstarter gab es eine Option für einen größeren Spielplan. Das kann sein, das weiß ich gerade nicht. Also in der normalen Box, die man so kriegt, sind nur diese Spielpläne drin und die haben halt 2 unterschiedliche Seiten, die man je nachdem verwendet, wie viele Spieler man am Feld hat. Und das ist so für maximal 5 Leute gedacht. Es gibt in der Box diese 4 Grundtruppen und dann kann man halt eben, glaube ich, noch bis zu 4 weitere sich als Ergänzungen dazu kaufen. Ja. Mein positiver Eindruck von dem Spiel an sich hat sich weiterhin bestärkt. Es macht Spaß, weil es also viele der so... Der Chat sagt, man kann es mit 8 Spielern spielen, wenn man die große, wenn man die große Karte hat. Okay. Ich glaube, es gibt auch noch eine Dreamland-Erweiterung. Ja, vielen Dank, Chat. Wenn man die größere Karte hat, die es optional im Englischen gab, ich weiß nicht, ob Ulysses die hierfür plant. Das glaube ich auch nicht. Du glaubst schon. Ja. Die von Ulysses wahrscheinlich auf Deutsch angeboten wird, dann kann man mit bis zu 8 Spielern 8 verschiedene Fraktionen der großen Alten auf dem Spielplan unterbringen. Man braucht dann aber, glaube ich, mehrere Tische. Aber das heißt, dass man neben dem Grundspiel für... Das Grundspiel kostet um die 200 Euro. Ja, nochmal. Wow. Und dann musst du nochmal 4 Fraktionen dazu kaufen, die auch irgendwie 30, 40 kosten. Pro Fraktion, ja. Und dann noch den größeren Bodenplan. Also das heißt, du bist schon knapp bei 500. Aber andererseits hast du dann noch 8 Leute praktisch. Auf die man es verteilen kann. Auf die man es verteilen kann. Also ich habe hier gerade die Information bekommen, was im Crowdfunding mit drin sein wird. Und du kannst als Erweiterungen Folgendes dazu kaufen. Open of the Way ist eine Sleeper Faction, Windwalker Faction, Azathoth Faction, Earth 6-8 Player Map, Homebrew Faction. Ich nehme an, du kannst dir selber eine bauen irgendwie. Also 4 feste Fraktionen, eine zum selber bauen und natürlich die 6-8 Spielermatte. Puh. Ich frage mich, ob die Matte dann noch doppelt so groß ist oder ob man doppelt so viele Figuren, große Alte, auf die gleiche Spielfläche stellen muss. Ich glaube, die ist größer. Die ist auf jeden Fall größer. Passt ja gar nicht. Wie gesagt, dann brauchst du auch einen deutlich größeren Tisch. Ja. Beavis. Ja. Aber einfach kurz nochmal zum Fazit. Mein positiver Eindruck hat sich wieder bestätigt, einfach weil es so viele Curveballs, würde man sagen, also überraschende Züge gibt, die man machen kann. Dreams, wenn du es eingesetzt hättest. Bei Shub-Niggurath ist es dieses Avatar. Hi, ich tausche mit einer deiner Figuren. Du sitzt auf einmal am anderen Ende der Welt in einsamer Kultur. Das hat mich jetzt auch echt völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, hier sind es halt die, ne, bewege entweder den King oder Hastur und mach noch was. Also diese beiden Aktionen hintereinander die tauchen können überraschend auf. Zum Angreifen auch einfach sehr mächtig sein. Ich finde den Kommentar tatsächlich schön. Das ist richtig cool. Also wenn man dann auch eben gerade das Wasser so beherrscht, das durchzieht ja so die... Und ich glaube, das verunsichert Leute auch echt sehr. Cthulhu taucht ab, niemand weiß, wo er wieder auftaucht. Genau, und du kannst ihn ja zurückhalten, bis die anderen keine Aktionspunkte mehr haben. Ich hatte jetzt nur noch eine Aktion, die kam jetzt auch eigentlich nicht zum Tragen, ist, wenn er gegen einen anderen großen Alten kämpft, kriege ich halt auch nochmal Power oder halt Aktionspunkte für den Kampf, wenn der große Alte verletzt oder in die Flucht geschlagen wird.
Ja, du kannst, egal, weil meiner stirbt. Du kannst eine Stärke von 12 haben. Ich kann eine Stärke von 12 haben, ja. Und die kriege ich, also relativ, ne, so ab Midgame ist das meistens auch der Fall. Ja, weil, okay, je nachdem, gegen wen ich halt kämpfe. Und halt immer mal mit Einheiten opfern, um Sachen rauszunehmen. Ich hätte jetzt aktuell hat Schub-Nikorat Stärke 6 plus 8. Okay. Also aktuell 14. ist Schub-Nikorat bei Stärke 14, weil ich Kultisten plus kontrollierte Tore habe. Aber hast du, könnte das. Und ich wäre damit durchgekommen, wenn nicht diese Frau mit dem Hund gewesen wäre. Da hast du quasi Schaden zuteilen kann, kann er dich trotzdem quasi one-shotten. Das stimmt, ja. Das ist ziemlich fies. Gut. Weil dann kämpfst du gegen eine ganze Armee mit dem großen Alten und so. Dann großen. Der steht sogar hier drauf. EG, apply a kill to a particular great old one. Also. Fies. Ja. Aber das ist ja auch eigentlich, das finde ich halt wirklich das Schöne, dass jede Fraktion auch immer selbst wenn sie abgeschlagen ist, immer nochmal irgendeinen schmutzigen Trick oder irgendwas auspacken kann, um das Spiel nochmal zu drehen oder zumindest nicht ganz abgeschlagen zu sein. Und mal abgesehen von Cthulhu sind wir jetzt auch nicht so weit auseinander. Ja, Cthulhu ist uns davon gerannt. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber ihr habt mich auch ganz schön in Ruhe gelassen zwischendurch, muss ich sagen. Bis ich gesagt habe, dass wir das nicht tun sollen. Und ich habe immer gedacht, es war trotzdem zu spät. Das ist aber, glaube ich, das Ding, was halt irgendwie abnimmt, wenn man mehr Zeit nimmt. Erkennt, ja. Das ist aber auch wie bei der Eiserne Truhe. Genau. Wenn du da irgendwie in Ruhe lässt, passiert das gehört. Ja, aber wenn man sich halt Zeit nimmt, um das Spiel bald zu beobachten, dann spielt man auch anders. Aber wie lange haben wir jetzt gespielt? Das würde mich interessieren. Nico? Ihr habt etwas länger als 1,5 Stunden gespielt. Ja, 1,5 Stunden für ein Spiel mit dem Komplexitätsgrad mit 4 Leuten, finde ich ziemlich schnell. Die es auch noch nicht oft gespielt haben. Aber ich wette, man kann das auch auf 3 Stunden. Also es zieht, kann sich wahrscheinlich auch ziehen. Auch fast vielleicht schon. Wobei irgendwann, wenn du all diese Bücher hast, dann ist natürlich auch, macht man Schluss halt. Dann eskaliert das. Also ich glaube nicht, dass es. Aber wenn man all diese Bücher hat, also ich war irgendwie noch dabei zu überlegen, was dann jetzt schlau wäre zu tun, dass ich schon wieder dran war und einfach irgendwas gemacht habe, was mir so schlau vorkam. Ja. Das ist halt eine Sache, beim Let's Play geht es ja auch nicht immer darum, effizient zu spielen, sondern zu zeigen, wie es funktioniert und Spaß zu haben. Ich hatte Spaß. Ja. Ich auch. Ja. Gut, dass ihr das sagt. Ja, gibt's noch Fragen aus dem Chat? Ganz schön schwer. Ja, die sind tatsächlich ziemlich schwer. Das sieht doch so ein bisschen aus wie so ein Fußballpokal. Wir haben vorhin, weil wir uns gefragt haben, wie viel zur Hölle das wiegt, das tatsächlich mal auf die Waage gelegt. Das ganze Spiel mit der Box, so wie sie ist, mit allen großen Alten und so drin, sind 6 Kilo. Juli. 6 Kilo. Das liegt unter anderem auch daran, dass er aber, da ist so eine Einlegeform drin für die großen Alten und für die dunklen Jungen, die allein irgendwie schon Kilo wiegt, glaube ich, weil die sehr, sehr massiv ist. Aber dafür sind die auch dann gut transportiert. Obwohl du dich schon draufsetzen müsstest, um bei denen Schaden zu erzeugen. Ja. Und es ist halt auch ein großer Karton. Eine sehr stabile Box, ja, die schon angedatscht ist. Es tut mir leid. Oder wart ihr das bei Ulysses? Sagen wir, das ist ein Ansichtsexemplar. Ich wollte sagen, wollen wir das nächste Mal DSA 1 spielen? Das nächste Mal DSA 1? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Nächstes Mal DSA 1 Juli, ist glaube ich. 4 Wochen auf jeden Fall. Ich glaube, das steht im Kalender. Für die, die sich dafür interessieren, wann es mit der DSA 1 Show Markus Plötz schreit Tiere weitergeht. Das sind so ungefähr 4 Wochen. 19.07. spielen wir wieder DSA 1 im Livestream. Was ist ansonsten der nächste Livestream, den wir machen? Montag eine Steffstoff-Show oder irgendwas anderes? Richtig? Montag wollen wir, wenn Steff dabei ist, in der Steffstoff-Show was ganz Besonderes vorstellen. Nämlich seine DSA-Brettspielsammlung. Ja. Wenn Steff nächsten Montag bei uns ist, das ist nie immer ganz hundertprozentig sicher, da kann immer was dazwischen kommen, dann wird er seine DSA-Brettspiele mitbringen. Und euch zeigen. Und ich habe vielleicht was anderes zu tun. Mal schauen. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei meinen Mitspielern, bei Suli fürs absolute Niedlichsein, bei Ulysses für das zur Verfügung stellen des Spiels. Wir haben es ja jetzt nicht nur jetzt das eine Mal gespielt hier, sondern wir haben es zwischendurch einfach mal mit Freunden gespielt, als wir Zugriff darauf hatten und uns daran bereichert. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Und vielen Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt. Und vielen, vielen Dank an Nico, der geduldig wie immer im Hintergrund saß, den Hund gekuschelt und den Chat betreut hat. Oder andersrum, ich bin mir nicht sicher. Wenn es ansonsten keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.
Und alle dunklen Jungen sagen. Vertagen. Vertagen. Kommt noch eine Frage. Das Shirt ganz rechts, woher kommt das? Olaf, Frage an dich. Das ist auch von unserem Get-Shirt-Shop. Und das ist namenloser Frost. Ich glaube, das war's mit. Das war's. Ach, dachte, das Fragen, war. Oder? Noch Fragen, Chat? Letzte Chance. Fragen aus dem Chat. Kannst du kurz erklären, wo die URL ist, um da dran zu kommen? Ich weiß nicht. Das ist auf der Ulysses-Seite verlinkt. Es ist auch, wenn man auf getshirts.de ist, werden da die Partner präsentiert von Getshirts und da ist Ulysses mit einer der ersten. Okay. Also das ist einfach zu finden. Getshirts.de. Ja. Oder auf der Ulysses-Webseite ist auch ein Link. Sully, du bist im Internet, verstehst du das? Ja. Fernsehen. So. Ja. Und zum Abschied, zum Abschied, wenn es das war, alle nochmal dunkles Junges. Der Hund hat nicht mitgemacht. Es würde mir Sorgen machen. Ist schon dunkel. Und jung. Es würde mir Sorgen machen. Ihr hört, ich habe die Murlocs, sagt der Chat. Das stimmt. Okay.